Hallo Jürgen. Hallo Tarek, wie geht's? Gut. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe dir auch. Freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Du bist ja auch, also du bist Künstler, Grafiker. Ja. Interessanterweise brachten dich diese Erfahrungen in, ich sage jetzt einmal einfach, anderen Wirklichkeiten dann dazu, eigentlich irgendwo, naja, konkreter kann man nicht sagen, aber mehr so in den Fantasy-Bereich zu gehen, weil das anscheinend näher an dem war, was du dort gesehen hast, dort, da drüben sozusagen, oder wo auch immer. Ja, das kann man sagen. Ja, nee, ich fand das schon von Anfang an ziemlich schwierig, diese Sachen in Worte zu fassen. Und da ich Kunst studiert habe, habe ich erstmal versucht, in den 70er Jahren mit Wasserfarben zu arbeiten, um irgendwie die Atmosphäre so ein bisschen einzufangen, besonders wenn es darum ging, in höhere, subtilere Schichten einzudringen, nicht, wo es um Licht eigentlich ging. Und dann, so langsam aber sicher, habe ich mich danach, ich habe mich immer damals schon für Computergrafik interessiert, obwohl es da ganz am Anfang war. Und dann ungefähr am Ende der 80er Jahre wurde es möglich, dreidimensionale Bilder herzustellen, die ziemlich fotorealistisch waren. Und da ist mir das in den Sinn gekommen, dass ich diese ganzen Sache verfolgen werde. Und dann die ersten Programme habe ich dazu benutzt, um meine Erfahrung irgendwie bildnerisch darzustellen, in fotorealistischer Weise. Die Technologie war damals noch nicht so weit entwickelt, aber ich habe damit angefangen, schon mit einem Programm, das damals herauskam, Bryce hieß das, ein Landschaftsprogramm. Ja, da dachte sagt man ich da mir, was, ja. Ja, das waren so die ersten Schritte. Und ich habe dann angefangen, mit diesem Programm Postkarten zu machen, also Bilder zu machen. Und die habe ich dann als Grußkarten dann in Geld umgesetzt. Und dadurch bin ich bekannt geworden bei Posterfirmen. Und die haben dann mir Aufträge gegeben, um Fantasieposter zu machen, die auf Computergrafiken waren. Also Fantasy, ne? Also Fantasy-Genre. Ja, genau. Und das lief ganz gut. Ich hatte da ziemlich gutes Geschäft mitgemacht. Ungefähr 2,5 Millionen Poster wurden verkauft von meinen Arbeiten. Wow. Ja, und dann bin ich auf einem Verlag wurde auf mich aufmerksam und die haben dann ein Buch über meine Arbeiten rausgegeben. Das war ungefähr in den Mitte 90er Jahren dann. Und ich habe dann die ganze Sache weiterverfolgt. Meine Programme wurden immer immer stärker, immer mehr kommerziell. Ich habe dieselben Programme benutzt, die in der Filmindustrie benutzt wurden. Und habe dann hauptsächlich als Illustrator, als 3D-Illustrator gearbeitet, hatte einen Agenten, und der mich weltweit vertreten hat. Und dann habe ich mir mit diesen ganzen Sachen Geld verdient. Nur der Hauptanstoß war eigentlich, dass ich nur wollte, eine realistische Weise zu finden, um meine Erfahrungen in Bilder umzusetzen. Darum ging es mir eigentlich. Und schon damals ist der Wunsch in mir aufgekommen, wenn ich jetzt irgendwie was technologisch einstellen könnte, wo man wirklich in die Bilder reingehen kann. Und dadurch ist jetzt in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 5 Jahren, sagen wir mal, die Virtual Reality auf mich zugekommen. Und ich habe seit 2014 versucht, diese ganzen Welten in Virtual Reality irgendwie auszudrücken. Und daran bin ich jetzt im Moment dabei. Ich habe eine Website, Virtual Fantasy Art, und Leute, die eine Virtual Reality Brille haben, die können sich frei solche Sachen runterladen. Und das sind Dokumentare von außerkörperlichen Erfahrungen. Okay, und
Das ist online verfügbar, nehme ich an. Ist das von deiner Website, die zu dem Buch gehört, der Multidimensional Man, da gibt es ja eine Website dazu. Ist das verlinkt von dort oder? Im Moment noch nicht. Okay. Der Link heißt magicfantasyart.com. Magicfantasyart.com. Ein Wort. Ja. Und Leute, die auf die Seite gehen, die können die ganze Sache frei runterladen. Und dann wirklich in diese Erlebniswelt eintauchen und ein Teil davon werden. Und mir ist es besonders, geht es endgültig darum, dass die Leute das irgendwie so lebhaftig wie möglich erleben, dass sie vielleicht sogar dadurch einen Anstoß erfahren, in einen luziden Traum zu kommen. Ja. Und das ist der Endpunkt für mich. Ich muss da eine Episode erzählen. Also ich habe dein Buch gelesen, Der multidimensionale Mann. Das ist auch vom Ankündertext und beziehungsweise, wenn man jetzt im Archiv ist, von der Sendungsbeschreibung aus verlinkt. Und ich schätze mal, vor circa einer Woche oder so, ist nicht lange her, ich hatte noch nie wirklich einen luziden Traum. Ich war schon ein paar Mal knapp dran, aber ich weiß nicht. Jedenfalls, ich hatte einen Traum, bin in der Küche meiner Eltern, in der alten Küche meiner Eltern, die es nicht mehr gibt, stehe da so rum und plötzlich kommt mir, ja, die Küche, das gibt's ja gar nicht mehr. Ja? Und da war dann noch mein Vater, noch irgendjemand anderer und ich sage dann zu ihm, du, das muss ein Traum sein, das ist ein Traum, die Küche gibt's nicht. Ja? Und er schaut mich dann irgendwie so an, so, was ist jetzt mit dir los? Und dann will ich es ihm beweisen und inspiriert von deinem Buch, denke ich mal so, jetzt versuche ich zu fliegen. Ja? Und ich stand dann so vor ihm und weiß nicht, habe dann irgendwie so eine Bewegung gemacht, so dass ich wollte halt einfach abheben. Es hat nicht funktioniert. Er hat mich dann irgendwie angeschaut, so als würde ich spinnen, so was ist jetzt mit dir los? Und ich habe mich dann noch umgesehen in der Küche, da war völlig absurde Tapete, es war nicht wirklich die alte, aber es war die Küche, aber sie hat ein bisschen anders ausgesehen. Und ich bin dann so da gestanden und dachte mir, okay, dann ist das kein Traum, aber das gibt's ja nicht, die ist ja nicht mehr da. Und irgendwie, dann hat mir das Ganze irgendwie genervt und dann bin ich aufgewacht, leider. Aber, ja. Also, hätte ich fliegen können, vielleicht, ich weiß nicht, was ging da schief? Ja, also, da können nur noch viele Dinge schief gehen, wenn man das als schief bezeichnen will. Man muss sich erstmal davon loslösen, dass wir nicht mehr auf einer physischen, newtonischen Ebene sind. Sobald wir diese physische Sinnesebene verlassen, kommen ganz neue Gesetzmäßigkeiten zutage. Und daran muss man wirklich erstmal arbeiten, um das überhaupt zusammenzukriegen. Weil, wie gesagt, im Traum können Schweine fliegen. Nur wenn wir im Traum sind, ist das für uns nur ich nicht. Ja, nur du nicht. Aber man muss irgendwie sich das erstmal klar machen, dass man im Traum, wenn man also nicht luzid ist im Traum, alle möglichen Spinnereien für wahr gehalten werden. Nicht? Da gibt es nichts Unmögliches im Traum. Nur wenn sich jetzt zum Beispiel im luziden Traum, wenn man jetzt so halb wach ist, sagen wir mal, und man merkt dann, da fliegt jetzt ein Schwein vorbei, das gibt es ja nicht, ich muss wahrscheinlich träumen, dann kann dieser Traum in einen Wachtraum umschlagen und man ist sich dann vollkommen bewusst. Aber ein Wachtraum, ein luzider Traum, ist nur ein Teil von der Realität, die uns dann zur Verfügung gestellt ist. Nicht? Und diese ganze Sache ist unheimlich vielschichtig, vielseitig und unglaublich großartig. Nicht? Und deshalb versuche ich, aus diesen Sachen irgendwie so einen Sinn herauszugewinnen. Und von Anfang her war ich daran damit beschäftigt, irgendwie so eine Struktur dafür zu finden. Und das ist von Geschehnis zu Geschehnis zustande gekommen. Und besonders ist daraus dann das Buch Multidimensionaler Mann entstanden, wo ich gemerkt habe, dass es nicht nur eine Dimension gibt in dem nicht körperlichen Zustand, sondern unendliche.
Und die wirken aufeinander in verschiedenen Arten ein. Ja, genau. Und vielleicht sollte man kurz einmal so Begriffsbildung. Also Dimension ist ja so ein vielfach verwendeter Begriff. Ich hatte vor 4 Wochen eine Sendung über Burkhard Heim. Der verwendet Dimension tatsächlich in einem physikalischen Sinne. In der Esoterik wird Dimension für alles Mögliche verwendet. Du verwendest jetzt Dimension vor allem für eine ganz bestimmte, wenn man so will, parallele Wirklichkeit, oder? Ja, also Dimension ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ich würde vielleicht wäre es besser, wenn man Vibrationsebenen oder Frequenzebenen, das als Frequenzebenen bezeichnen würde. Ja, genauso wie bei, ja. Keine Ahnung. Genau wie beim, wir können gern bei Dimension bleiben. Also ich finde Frequenzebene jetzt genauso, irgendwo ein bisschen beliebig. Aber es ist schon okay für mich. Ich möchte nur, dass klar ist, was damit gemeint ist. Und genau, du differenzierst jetzt schon zwischen einer sogenannten klassischen außerkörperlichen Erfahrung und einem luziden Traum. Da gibt es aber doch dann so einen Übergang. Aber vielleicht, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht gehen wir da zurück an den Anfang. Dieses erste Erlebnis, es war, glaube ich, schon in London. Du warst da, glaube ich, allein in deiner Wohnung. Und du hast da schon seit einem halben Jahr oder so oder noch länger meditiert. Ja, das fing schon viel früher an, als ich noch in Deutschland war. Und zwar das erste Erlebnis war in 73, glaube ich. Und zwar war ich gerade 74 wahrscheinlich, ungefähr um die Zeit herum, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich war verheiratet, habe mit meiner Frau in der Stadt Bielefeld gewohnt. Und auf einmal stand ich vor meinem Haus, 80, 100 Kilometer entfernt, total wach. Es gab für mich überhaupt keinen Bruch zwischen dem, was vorher war, also als ich geschlafen hatte. Und auf einmal stand ich physisch sozusagen im vollen Wachbewusstsein vor dem Haus meiner Mutter. Und für mich war das ein totaler Schlag. Ich hatte überhaupt kein Verstehen davon, was denn jetzt passiert war. Ich wusste haargenau, dass ich eigentlich im Bett in Bielefeld schlafen müsste. Und trotzdem war ich 100 Kilometer weit teleportiert worden. Ich wusste von außerkörperlichen Erfahrungen überhaupt nichts zu der Zeit. Für mich war das wirklich so, als hätte mich jemand gepackt und innerhalb von einem Moment 100 Kilometer weit abgesetzt, im vollen Wachbewusstsein. Es gab keinen Unterschied. Der einzige Unterschied war, dass ich 360 Grad Sehweite hatte. Und das hat mich total irritiert. Also Sehweite, das heißt, du hast Rundumsicht gehabt. Ja, ich konnte hinten durch meinen Kopf sehen und vorne. Und das war überhaupt kein Problem. Und die andere Sache war, als ich runterschaute, hatte ich keinen Körper. Der ist erst zustande gekommen, als mir das aufgefallen ist. Auf einmal war da auch sogar ein Körper dabei. Und natürlich bin ich dann, der erste Gedanke kam mir, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Muss ich einen Bus nehmen oder was? Das waren so die Sachen, die mir in den Kopf gegangen sind, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was passiert war. Und dann, als dieser Schreck sich verstärkt hatte, vorher hatte ich natürlich noch genau untersucht, was ist das jetzt wirklich real? Ist das wirklich? Ich bin dann auf den Baum zugegangen, die Schale von dem Baum, die Rinde. Rinde, habe ich abgetastet. Entschuldige, mit meinem Deutsch muss ich erstmal wieder in Gang kommen. Du lebst schon sehr lange in England, ne? Also du bist nicht so geübt. Ja, du bist eigentlich ursprünglich aus Deutschland, aber ja, alles klar. Ich springe dann ein, wenn dir ein Wort nicht einfällt. Oder sonst sag es einfach auf Englisch und ich übersetze es. Okay, gut. Und ich hatte also das Tasten, das Riechen, alle Sinneserfahrungen waren unheimlich gesteigert. Ich konnte sogar mehr sehen als den Baum. Ich konnte die Energie spüren von dem Baum, nicht? Und so weiter. Und dann ist mir erstmal die
Absurdität dieser Sache klar geworden. Und auf einmal war ich wieder in meinem Bett zurück. Da war überhaupt kein Bruch im Bewusstsein. Ich war wach und dann in meinem Bett war ich auch wach. Also ich war wach, von einem Wachzustand in einen anderen Wachzustand reingeschlüpft. Und das hat mich dann natürlich total beschäftigt. Ich dachte, ja, was war denn jetzt los? Habe ich jetzt einen Gehirnsturm gehabt oder einen Schlaganfall oder bin ich verrückt geworden und so weiter? Ich habe das meiner Frau erzählt und sie sagt, ja, du hast geschlafen. Das war die einzige Möglichkeit, die uns zur Verfügung stand. Aber das war kein Schlaf, das war kein Traum, das war nichts. Und ich bin dann am selben Tag noch in die Bibliothek gegangen und habe mich daran erstmal in die medizinische Abteilung, wo ich herausfinden wollte, ob ich jetzt irgendwie mit meinem Gehirn was nicht zustande voll im Gang war. Und ich habe aber nichts gefunden. So langsam habe ich mich dann weiter orientiert. Die nächste Abteilung war Psychologie und ich wollte wissen, ob ich vielleicht verrückt war. Da war auch wenig davon zu lesen, zu finden, von diesem Zustand. Und ich bin dann, neben der Psychologie war die Parapsychologie. Und da habe ich rumgestöbert und da ist ein Buch mir in die Hände gefallen, das von einem Doppelgänger gesprochen hat. Und da habe ich erstmal gelesen und da ist mir zum ersten Mal bewusst gewesen, dass es ein Phänomen in der Parapsychologie gibt, das von einem Doppelgänger redet. Für mich war die Parapsychologie total mit Spinnerei verbunden zu dem Zeit. Ich hatte, wenn jemand von Gespenstern gesprochen hätte oder irgendwas, was übernormal wäre, hätte ich diese Leute so total für abergläubisch oder verrückt erklärt. Aber bei mir ist das dann doch ein bisschen an die Haut gegangen, weil was ich gelesen hatte, war ziemlich haargenau, was ich erlebt hatte. Und dann habe ich noch weiter geforscht und so weiter. Ich habe dann auch mit einem Freund geredet, einem Freund von mir, der spirituelle Erfahrungen gehabt hat, genau wie ich. Ich hatte zu der Zeit schon seit mindestens 3-4 Jahren meditiert. Nicht? Und in der Meditation ging es nie um irgendwas außer Gewöhnliches. Es ging nur darum, um das eigene Selbst zu erfahren. Und die Freunde, die ich hatte, die hatten sich auch für diese Sachen nicht interessiert. Nur ein Freund hat mir gesagt, vielleicht kannst du mal das Buch von Carlos Castaneda lesen. Und er hat mir das Buch empfohlen. Das Buch heißt A Separate Reality, eine andere Wirklichkeit. Und da wurde davon, von diesem Phänomen gesprochen. Ja, und dann ist mir die ganze Sache erst ein bisschen klar geworden. Und dann gab es aber tatsächlich so, also das ganz erste Erlebnis war völlig spontan im Rahmen eines Traumes. Und dann gab es aber ein initiales Erlebnis während deiner Meditation. Ja, die ganze Sache, glaube ich, die ist nur dadurch zustande gekommen, durch die Meditation. Nicht? Ich hatte, ich glaube, das war 72 oder so, in Hamburg eine Erfahrung. Ich hatte unheimlich viel meditiert. Ich wollte wirklich auf den Grund der Natur des Bewusstseins kommen. Und ich hatte unheimlich viel meditiert. Ich bin durch eine Periode gegangen, wo ich 4-5 Stunden am Tag meditiert habe. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgewacht, habe meditiert, bin eingeschlafen, aufgewacht, weiter meditiert, Yoga gemacht, meditiert. Dann bin ich zur Uni gegangen, zur Kunsthochschule, am Abend wieder zurück, meditiert und das ging so für ungefähr 5 oder 6 Monate so. Und dann sind Sachen passiert, die mich irgendwie aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Man muss also mit dieser ganzen Meditationssache ein bisschen vorsichtig sein.
und sich nicht so verhalten, wie ich das getan habe. Und was passiert war, ich hatte zu der Zeit mich sehr für den Surrealismus interessiert. Und mein Professor war von der Wiener Fantasy-Realisten, Rudolf Hausner und andere Leute, die aus Wien kamen, die waren meine Lehrer, zwei der Leute. Und ich hatte versucht, dann in surrealistischer Weise zu malen. Und das Erste, was mir in den Sinn gekommen war, dass ich ein Bild angefangen hat, in dem ich Dämonen gemalt habe. Ziemlich finstere Typen. Und die sind mir unheimlich leicht gefallen. Und ich habe gemerkt, da war etwas in mir, das irgendwie so eine düstere Seite meines Traumlebens darstellte. Nicht? Und je mehr ich gemalt hatte, desto wirklicher wurde die Energie dieser Gestalten in meinem Bild. Ich muss ehrlich noch sagen, ich habe an sowas Übernatürliches zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geglaubt. Das kam überhaupt nicht in Frage. Für mich waren das nur Fantasieerscheinungen. Und dann ist was ziemlich Durchgreifendes passiert. Ich hatte dann mein Bild auf der Staffel, bin dann von dem Atelier nebenan hatte ich ein Schlafzimmer. Das war ganz dunkel. Und ich habe dann in meinem Schlafzimmer meditiert und auf einmal hörte ich einen unheimlichen Krach und ich dachte, ist denn jemand im Raum? Was ist denn hier los? Ich bin aufgestanden, bin ins Atelier gegangen und das Bild war von der Staffel gefallen. Und nicht nur das, erstmal dachte ich, ja, das zieht, aber die Fenster waren zu. Das Bild ist von der Staffel gefallen und der Aschenbecher, ich rauchte damals noch, der Aschenbecher war 4 Meter durch das Zimmer geschleudert worden und die Zigarettenstümmel, die waren über das ganze Zimmer verteilt. Und in dem Moment ist mir unheimlich kalt geworden und ich hatte ein unheimlich gruseliges Gefühl und ich konnte mir überhaupt nicht erklären, was denn da los war. Die ganze Sache war ziemlich heikel, weil ich zum gleichen Zeitpunkt unheimliche Angstgefühl hat sich bei mir ausgelöst. Und ich dachte, ja, das kann ja nicht sein, das gibt's ja überhaupt nicht, was ist denn hier überhaupt los? Zu der Zeit hatte ich viele Bücher von Krishnamurti gelesen und ich bin dann auf mein Bücherregal zugegangen, habe mir ein Buch blind rausgenommen und das Buch, was ich in der Hand hielt, war ein Buch von Krishnamurti. Irgendwie wollte ich einen Normalzustand erleben und ich habe das Buch dann zufällig aufgeschlagen und auf der Seite, wo ich es aufgeschlagen habe, war die Überschrift Angst. Und ich habe mir dann dieses Kapitel durchgelesen. Und die Angst hat sich dadurch aufgelöst, weil Krishnamurti ein unheimlich starkes Verhältnis zur wirklichen Realität hat. Und alles, was sich im Unterbewusstsein stattfindet, ist für ihn also unwirklich. Und das hat mich unheimlich angesprochen. Nur dadurch hat sich diese Sache nicht erledigt und ich habe mir erstmal vorgenommen, jetzt hörst du erstmal mit der Meditation auf, weil du ja gar nicht weißt, was du da, an welche Schichten du da rankommst durch diese tiefe Meditation. Und ich dachte, ja, jetzt wirst du erstmal wieder ein normales Leben anfangen und diese ganzen Sachen lässt du jetzt einfach sein. Ich bin dann wieder habe man wieder die Kunsthochschule normal wieder angenommen, gemalt. Ich hatte nur dann meine Klasse gewechselt. Ich bin dann zum Bildhauerreihen übergegangen. Ich wollte mit diesen gruseligen Sachen nichts mehr zu tun haben und habe dann einfach ein normales Studentenleben geführt. Ja,
Mit der Meditation war überhaupt nichts mehr. Ich habe aufgehört, bin in die Kneipe gegangen, mit Partys gefeiert und so weiter und normales Studentenleben geführt. Und so ging das weiter für ein paar Monate, bis dann auf einmal eine Sache passiert ist, ganz spontan auch, die total mein Leben total verändert hat. So. Und soll ich das erzählen? Ja, und da sind wir jetzt bei diesem Erlebnis, das ich vorher angesprochen habe, oder? Ja, ich habe dann eine Erfahrung des höheren Bewusstseins erlebt. Und zwar kam die ganz spontan zustande. Ich muss erst noch dazu sagen, so ganz spontan ist das vielleicht nicht, weil als ich Kleinkind war, ungefähr so 3 oder 4 Jahre alt, hatte ich Probleme mit meiner Identität. Und es hat sich so ausgedrückt, dass ich irgendwie nicht damit klarkam, was ich denn eigentlich war. Du schreibst auch in deinem Buch, du hattest Probleme, dass du deine Wirklichkeit nicht mehr kontrollieren konntest als Kleinkind. Als dir das irgendwie langsam klar wurde, was erstaunlich ist für ein Kleinkind. Ja, ich hatte jetzt dann auf einmal Angstzustände gekriegt und ich habe meine Mutter gefragt, Mutti, wer bin ich? Wer bin ich? Sag mir, wer ich bin oder was bin ich? Und meine Mutter sagte einfach, ja, du bist der Jürgen. Kein Problem. Und ich fragte, was ist hinter dem Jürgen? Was ist der Jürgen? Unglaubliche Frage für ein kleines Kind. Wow, wie alt warst du da? Ich bin noch nicht mal zur Schule gegangen. Ich war vielleicht so 3 oder 4 Jahre alt. Okay. Und ich hab dann angefangen zu weinen. Oh. Ich hab mir meine Hände angeschaut und wusste nicht, wem die gehörten. Und das ist mir genau wieder so passiert, als ich jetzt in meinem Atelier war. Frühstück gegessen. Ich bin jeden Mittwoch zum Markt gegangen, der vor meiner Tür war, und habe mir frisches Roggenbrot gekauft, Sauerbrot gekauft, Tilsiter Käse, den ich unheimlich gerne mochte, und habe mir dann zum Frühstück ein richtig duftes, prima Frühstück gemacht mit einer starken Tasse Kaffee und 2 Zentimeter Scheibe Käse auf meiner dicken Stulle gelegt und dann reingehauen, wie so ein Höhlenmensch, wie so ein Neandertaler. Und auf einmal hörte alles auf. Mitten im Zubeißen habe ich mir meine Stulle angeguckt und habe gesagt, wem gehören denn diese Hände? Und ich hatte auf einmal überhaupt keine Beziehung zu meinem Frühstück, zu meinen Händen, habe die Stulle runtergelegt und auf einmal wusste ich nicht, wer diese Person war, die da überhaupt agiert hatte. Und dann ist was ziemlich Irres passiert. Mein Bewusstsein meines Körpers hat sich auf einmal total aufgelöst. Das Zimmer wurde um mich herum hell, als wenn es beleuchtet werde mit Scheinwerfern. Und auf einmal hörte ich, ich weiß nicht, ob das in meinem Kopf war oder im Raum oder irgendwo, war eine Stimme oder eine Gegenwart, die einfach sagte, da bist du ja. Wo warst du denn? Also du hast deine Präsenz wahrgenommen im Raum. Ja. Ja, da war eine Präsenz, die mich willkommen hieß. Als, ja, wie in der Bibel vielleicht, man sagt, der verlorene Sohn. Okay, und die sagte, da bist du ja, wo warst du denn? Komm nach Hause. Und in dem Moment bin ich in einen Erleuchtungszustand geraten, wo alles unheimlich hell wurde und zur gleichen Zeit bin ich in eine Ekstase geraten, der Besinnung, dass ich erstmal gemerkt hatte, dass alles, was ich vorher war, hat überhaupt nicht gestimmt.
das war ich nicht. Das war nur eine Erscheinung von dem, was ich wirklich war. Und das hat sich dann unheimlich gesteigert. Also mit jeder, und diese Ekstase ist wellenmäßig gekommen. Jede Ekstase hat sich gesteigert. Und mit jeder Ekstase hat sich mein Bewusstsein erweitert. Und ich habe eine höhere Erfahrung erlebt von dem, was vorher war. Und das ging weiter und weiter, bis ich dann auf einmal, es gab nichts, überhaupt nichts mehr. Nur das Einzige, was noch da war, es gab keine Erscheinung, es war nur eine unglaubliche Klarheit. Eine Klarheit, für die es überhaupt keine Worte gibt, die man nicht beschreiben kann. Die mit Klarheit, wie wir sie verstehen, überhaupt nichts zu tun hat. Das war nur ein totales, volles Bewusstsein einer absoluten Wirklichkeit. Und daran war nichts zu ändern. Da gab es keine Beschreibung für, da gab es keine Eigenschaften von, gab keine Attribute dazu. Das war einfach nur Klarheit. Ja, und das war, wo sich mein Leben total verändert hat danach. Das heißt, du warst wirklich, ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen. Ich meine, du warst quasi auf deine Existenz, auf deine reine Existenz zurückgeworfen ja. Oder reduziert. Ja, auf den Ursprung. Ja? Ich würde sagen, der Ursprung des Seins, könnte man sagen. Es war so, es gab einfach nichts außerdem. Alles, was vorher gewesen ist, war einfach nur eine Halluzination. Jetzt war ich zum ersten Mal in meinem wirklichen Sein. Und das überwältigende Gefühl war, dass ich zu Hause angekommen bin. Dass der Ursprung war, nicht? Und diese Sache ist natürlich nicht so geblieben. Ich bin dann wieder in die Wirklichkeit zurückgefallen. Man muss sich mal vorstellen, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, eigentlich gibt es davon keine Vorstellung, aber ich bin dann wieder in die Dunkelheit des Tages eingetaucht langsam. Und wir waren, also zu der Zeit war das ungefähr spätmorgen herum, die Sonne schien, also es war an einem Sommertag sehr, sehr hell. Aber als ich zurückkam, kam mir das wie eine finstere Nacht vor. Der helllichte Tag war wie eine finstere Nacht im Vergleich dazu. Und dann ist mir erstmal, da musste ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Und zwar haben sich zum ersten Mal die Emotionen haben sich dann eingestellt von mir. Und ich bin dann in so ein, man kann fast sagen, so ein Weinkrampfgerede gekommen, weil mein Körper oder meine Sinne oder meine Gefühle konnten überhaupt nicht damit umgehen. Und ich hatte sozusagen, also man könnte fast sagen, einen kleinen Nervenzusammenbruch erlitten, also psychisch gesehen. Und zur gleichen Zeit war immer noch die Gegenwart dieses Seins dabei, die mich beobachtet hat und sagte, ja, kleiner Junge, du tust mir wirklich leid, nicht? Aber das ist nun mal die Wirklichkeit. Und hat mich also, mein höheres Ich, oder sagen wir mein Selbst, hat auf meinen miserablen Körper runtergeschaut und versucht, mich zu trösten. Und so sanft wie möglich zu erklären durch die Realität, was da passiert ist, dass alles eigentlich in Ordnung ist. Als ich dann endlich wieder in meinem Körper oder in meinem Selbst zurück sah, hat sich dieses höhere Selbst, das mich bemitleidet hat, hat sich in mir breit gemacht. Und zwar so, dass ich
einen unheimlichen Frieden erlebt habe. Eine unheimliche Stille und auch eine unheimliche Liebe ist von mir ausgeströmt, von der ich überhaupt nichts vorher gewusst habe, wissen konnte. Und dieses Gefühl hat sich dann in mir niedergelassen und hat die ganze Sache übernommen. Von meinem Ego war überhaupt nichts mehr zu spüren, das war überhaupt nicht mehr da. Und zwar dieses höhere Bewusstseinsgefühl hatte dann total die Kontrolle übernommen. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel, ich bin dann wieder in die Schule gegangen und ich habe alles mit frischen Augen gesehen. Alles war für mich total neu. Und die andere Sache, die passiert ist, es gab für mich keine Außenwelt. Wo ich immer auch hingeschaut habe, gab es nur mich. Aber nicht das mich dieses kleinen Jürgens, das früher rumgelaufen ist mit einem Körper, sondern ein Ich, das unendlich weit war. Und mit dieser Weite und mit diesem Frieden bin ich so ungefähr für 2, vielleicht 3 Wochen rumgelaufen, habe mich orientiert, habe die Welt total mit neuen Augen gesehen. Und dann langsam, aber sicher ist das, man könnte vielleicht sagen, Gott sei Dank, bin ich dann wieder in meinen alten Ego-Zustand eingetaucht. Und irgendwie war das auch ein bisschen, war das unbedingt notwendig, weil ich sonst überhaupt nicht funktionieren würde. Ich habe zwar versucht, in der Schule mitzumachen, aber das hat alles irgendwie nicht mehr so voll geklappt. Ich wollte einfach nur rumlungern und schauen. Du meinst die Uni, oder? Bitte? Du meinst die Uni zu dieser Zeit, oder? Ja, ich war damals an der HFBK in Hamburg, der Kunsthochschule für Bildende Künste. Mhm. Und das Gute ist, dass man da sich ziemlich unsichtbar aufhalten kann, ohne irgendwie, ich habe da zwei Leute getroffen und ja, wahrscheinlich ziemlich dumm angegrinst, ich weiß nicht. Nur, Gott sei Dank hat sich diese Sache gelegt. Das ist großartig. Nun ja, dann, ich habe danach wieder angefangen zu meditieren. Und zwar hat sich meine Meditation total verändert. Ich habe dann aus einem Gefühl in einem Gefühl der Dankbarkeit meditiert, weil ich dann gewusst habe, dass es um viel höhere Sachen ging. Und die ganzen Sachen, von denen man früher gesprochen hat, mit meinen Freunden, die auch meditiert hatten, ich hatte damals Bücher gelesen von diesen großen Yogis, Ramakrishna, Krishnamurti, Aurobindo, diese ganzen Sachen, diese ganzen östlichen Heiligen, das war für mich schon alles ziemlich klar. Ich wusste nur nicht, wie Erleuchtung eigentlich aussah. Und ich kann einfach nichts anderes dazu sagen, dass es ein Erleuchtungserlebnis war, nicht für mich, weil das wirklich viel mit Licht zu tun hatte, mit einem inneren Licht. Und ich habe das zum ersten Mal begriffen, wovon die Leute denn überhaupt geredet hatten, was denn da überhaupt der Sinn ihrer Lehrer war. Nicht? Und dadurch habe ich wieder zur Meditation zurückgefunden. Aber diesmal, für mich war die Meditation mehr, sagen wir mal, eine Danksagung an das Höhere, an das Göttliche, sagen wir mal. Nicht? Und das war auch viel sanfter. Ich habe weniger meditiert, aber tiefer. Und diese ganze Sache mit dem höheren Bewusstsein hat sich dann so bei mir eingestellt, dass ich von dem Zeitpunkt an hatte ich einen, wie ich das früher
ich dann später das in Englisch ausgedrückt habe, a silent companion, einen schweigenden Begleiter in meinem Leben. Und man muss sich das so vorstellen, das ist das ultimale Paranoia, nur im positiven Sinne. Wenn man also, sagen wir mal, eine Paranoia hat, dann hat man immer das Gefühl, dass jemand dich anschaut oder hinter dir her ist. Nur in diesem Sinne war das umgeschlagen in was Positives. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen dauernden Begleiter hatte. Aber dieser Begleiter war ein unheimlich wohltuendes Gefühl einer Gegenwart, die etwas unheimlich Göttliches irgendwie darstellte. Und diese Gegenwart, die hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und das war dann mein zu meinem Lehrer geworden, sagen wir mal. Nicht? Und dann, ja, die ganze Sache mit meinen Büchern und so weiter, die kam nur dadurch zustande, dass ich mir in diesem Prozess, sagen wir mal, diesen Erwachungsprozess, ist mir total bewusst geworden, dass ich nicht der Körper bin. Und dann auf ganz natürliche Weise würde ich sagen, das erste Erlebnis, das ich am Anfang beschrieben hatte, dadurch, dass ich am Haus meiner Mutter klar aufgewacht bin, das war einfach nur ein logischer Vollzug dieses Erlebnisses. Und dadurch ist dann diese ganze Sache mit diesen außerkörperlichen Erfahrungen zustande gekommen. Und für mich war das einfach, was im östlichen Philosophie als Siddhis bezeichnet worden ist. Also häufig Leute, die in diesen höheren Bewusstseinszustand eintauchen, die haben oft eine höhere Fähigkeit, die zustande kommt dadurch. Entweder manchmal bei einigen Leuten ist das Hellsehen oder solche Sachen nicht. Und bei mir war das einfach die außerkörperliche Erfahrung, die sich dann langsam bei mir etabliert hatten. Und das war für mich natürlich ein unheimliches Erlebnis, wie man sich ja vorstellen kann. Nicht? Das ist unglaublich. Das ultimative Erlebnis eigentlich, oder? Ich meine, man muss sich mal vorstellen, du gehst aus deinem Wohnzimmer in die Küche, aber du bist nicht in der Küche, sondern du bist in einer total anderen Realität. Nicht, die mit der Erde nichts zu tun hat. Das kann man vielleicht nicht so einmal mit der Galaxis was zu tun hat. Ne? Ja, man könnte sagen, wie ein Wormhole, durch ein Wormhole gehen. Nicht? Und diese ganzen, ich musste es einfach aufschreiben. Ich habe da ein Buch drüber geführt und dadurch wurde mir dann langsam aber sicher klar, worum es sich dann überhaupt dabei gehandelt hat. Zu der Zeit gab es wenig Literatur, nicht? Vielleicht eine Handvoll Leute, die davon berichtet haben. Ich bin dann später nach England sind wir gezogen und da ging das dann erst richtig los, weil es da mehr Literatur gab von diesen Sachen, nicht? Robert Monroe natürlich, ja. Fällt da sofort ein, ne? Ja, Robert Monroe ist mir dann in die Hände gefallen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland, Journeys Out of the Body. Journeys Out of the Body, das erste, ja. Sein erstes Buch, ja. Das habe ich verschlungen und habe gemerkt, ja, Gott sei Dank, ich bin nicht der Einzige. Und du bist nicht verrückt. Außer Bob Monroe ist auch verrückt und überhaupt. Ja, und alle. Das habe ich dann schon langsam als normal dann angesehen, diesen Zustand, ne? Ja. Du schreibst in deinem Buch, dass es dir darum geht, herauszufinden, was Realität wirklich ist, unbeeinflusst von persönlichen Konditionierungen oder Meinungen. Darum, das könnte man fast auch als Leitmotiv dieser Sendung nennen, muss ich sagen. Mhm. Und
also das klingt so ein bisschen, als ob du dann eben initiiert oder ausgelöst durch dieses Erlebnis, das du da gerade geschildert hast, das dir beim Essen eines Butterbrots dann über dich kam, war das der Auslöser dafür, für diese Suche nach was ist Realität wirklich? Ja, genau. Ich meine, ich hab angefangen zu meditieren, als ich aus der Armee entlassen worden bin, aus der Bundeswehr. Und dann zur Kunstschule gegangen bin. Und da haben wir als Kunststudenten erstmal, wie man das so macht, wenn man Kunststudent ist, in den 60er Jahren, wo LSD noch ganz legal war. Wir haben uns dann auch mit diesen bewusstseinserweiternden Drogen beschäftigt, ein paar Freunde von mir. Und das war für mich der erste Einschnitt in höhere Bewusstseinsebene. Aber für mich war das immer noch mehr so wie eine Drogenerfahrung, nicht? Die mit der Wirklichkeit eigentlich wenig zu tun hat. Obwohl mir dadurch schon mal klar geworden ist, dass das Bewusstsein mehrere Schichten hat, nicht? Nun dazu kam auch, damals hatte ich auf der Ebene 69 hatte ich wenig mit, ich hatte mich zwar mit Philosophie beschäftigt, mit Marxismus zu der Zeit, besonders wegen dieser ganzen Studentenbewegung und auch mit Schopenhauer schon ein bisschen, nicht, mich schon philosophisch dafür interessiert, aber damals war wenig in meinem Freundeskreis jedenfalls, da war weniger von östlicher Philosophie geredet worden. Das kam nur langsam zustande, dadurch, dass wir durch diese Drogenszene dann in Kontakt gekommen sind mit der Bewegung von Timothy Leary. Und so langsam wurde dann von die östliche Philosophie eingefädelt. Und mein erstes Buch, das ich damals gelesen hatte von der östlichen Philosophie, war von Paul Brunton, das Überselbst. Und das war meine Einleitung. Und dadurch fing ich dann an, zur Meditation ist es erst gekommen, als ich durch diese Drogenerfahrung eine schwere Depression erlebt hatte. Und mir hat dann ein Freund gesagt, ja, warum meditierst du nicht? Und dadurch bin ich erstmal auf die Meditation aufmerksam geworden. Und zwar war das die transzendentale Meditation. Und das war dann meine Einführung. Und da hat sich dann die Meditation mit dieser östlichen Philosophie dann zusammen irgendwie organisch zusammengelegt. Und ich habe dann angefangen zu meditieren, zu lesen, bin dann auf andere Leute aufmerksam geworden, die diese Philosophie verbreitet haben. Und es ist schon so lange her, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr ganz den Zusammenhang wiederherstellen, wie sich das so organisch entwickelt hat. Auf jeden Fall ist es dann zum Schluss durch die viele Meditation ist das dann zu diesem Auslöser gekommen, den ich gerade berichtet habe. Ich meine, ich hatte vor einiger Zeit auch einmal eine Sendung über LSD, also über hochdosiertes LSD, und beim Lesen auch deiner Erfahrungen kam ja dann schon oft die Beschreibung, die manche von LSD-Trips geben, in den Sinn. Ja, ganz bestimmt, da ist ein Zusammenhang. Ich hatte natürlich, nachdem ich diese negative Erfahrung auf LSD hatte, die zur Depression geführt hatte, ich hatte ein ziemliches Hoch und dann auf einmal wurde es ziemlich finster auf dieser LSD-Erfahrung. Und bei der Finsternis ist es dann geblieben, als ich von dem Trip runterkam. Und dann ist das in eine tiefe Depression abgegleist. Und das war für mich notwendig, aber das war auch
für mich der Abschluss dieser ganzen Drogensache. Und Meditation war dann für mich die einzige Möglichkeit, aus diesem Tief rauszukommen, nicht? Und auf dem Grund des Ursprungs zu finden, nicht? Das war die Motivation. Und nach dieser ersten Erfahrung, die du jetzt vorher beschrieben hast, stellten sich ja immer öfter eigentlich derartige Erlebnisse ein, wobei du dann am Anfang interessanterweise immer wieder, also du hast da schon in England gelebt, ups, das Telefon, boah, das war jetzt laut. Entschuldigung. Nein, kein Problem. Ja, also du hast damals ja in England gelebt und du fandest dich dann wieder ein paar Mal zu Hause oder vor dem Haus deiner Mutter wieder. Ja, kannst du das ein bisschen beschreiben? Für mich war das irgendwie eine gute Motivierung, weil wir waren ja kurz in England und ich hatte damals ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Heimweh, nicht? Weil ich musste mich total an die neue Kultur in England anpassen und das hat ein bisschen gedauert und ich hatte irgendwie das Gefühl des Heimwehs, das war irgendwie eine gute Motivation für außerkörperliche Erfahrung. Und das habe ich dazu benutzt, als Motivation wieder zum Haus meiner Mutter zu gehen. Und dann habe ich auch mal, mein Bruder lebte auch noch damals in dem Haus, und ich habe ihn dann mal angerufen und habe gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal einen Test machen? Nicht? Und ich wollte damals herausfinden, ist das denn überhaupt real oder sind das nur Träume oder so? Und ich habe ihn dann dazu aufgefordert, ich habe ihm von meinen Erlebnissen berichtet und ich habe gesagt, wie ist es denn, wenn wir mal einen Test machen? Und er sagte, ja gut. Und ich sagte ihm, pass mal auf, schreib ein Wort auf einen Zettel und kleb die an die Wand. Und ich werde dann eine außerkörperliche Erfahrung machen, lese den Zettel und ich rufe dich dann an und sag dir, was du da geschrieben hast. Er sagte, ja, mache ich. Du wolltest einfach rausfinden, verifizieren, bin ich da wirklich in dieser Realität oder bin ich in einer parallelen Realität? So wie zum Beispiel jetzt mein eingangs erzählter luzider Traum, der definitiv nicht diese Realität war, weil die Küche sah anders aus, aber ich wusste, es war die Küche, aber absurde Tapeten und solche Dinge. Und du wolltest jetzt eben rausfinden. Ich wollte überhaupt erstmal wissen, ob das Realität an sich war. Ich hatte viele solche Erfahrungen gehabt und habe immer danach geforscht, wie wirklich ist denn das jetzt, nicht? Zum Beispiel bin ich in die Bücher, habe ich mich in die Bibliothek rein projiziert, in der Bücherei, im Ort und habe nach Sachen gesucht, wo ich dann später in die Bibliothek, in die Bücherei gehen kann und das bestätigt zu finden und so weiter. Und alle möglichen Sachen habe ich angezettelt. Und da dachte ich, dieses Test mit meinem Bruder ist wahrscheinlich der beste Test. Und wir haben das dann gemacht. Ich bin dann am nächsten Tag, ich habe mich dann in sein Zimmer projiziert. Aber anstatt eines Zettel waren da die ganze Wand mit Zetteln beklebt. Und ich dachte, Mensch, was hat er denn jetzt gemacht? Ich wollte nur noch einen Zettel. Und dann ist mir ein Zettel aufgefallen. Und da stand drauf, Donnerstag, 4 Uhr, Auto zum TÜV bringen. Und ich bin dann wieder zurück nach England und habe ihn dann angerufen und habe gesagt, Gerald, wir haben doch abgemacht, dass du nur einen Zettel schreiben solltest. Und ich sagte, ja, habe ich doch getan. Ich habe gesagt, nein, denn die ganze Wand war mit Zetteln beklebt. Und den einzigen Zettel, der mir aufgefallen war, ist Donnerstag, 4 Uhr, Auto zum TÜV. Und dann, und er sagte, nee, das war das nicht. Ich hatte einen Zettel und da stand das Wort Liebe drauf. Und da sagt er, komisch, dass du das sagst, weil in meinem Tagebuch steht Donnerstag, 4 Uhr, Auto zum TÜV.
Und dadurch ist mir erstmal klar geworden, dass wenn wir projizieren, wir nicht auf einer physischen Ebene projizieren, sondern auf einer mehr geistigen Ebene, sagen wir mal. Auf einer Ebene, die viel stärker mit unserem Unterbewusstsein verbunden ist. Und deshalb, wenn du in die Küche gegangen bist, bist du nicht in deine physische Küche gegangen, sondern in eine Kopie der physischen Küche, die auf der astralen Ebene angerichtet worden ist. Und diese Küche, die hat sich aus Erinnerungen zusammengesetzt, aus Vorstellungen anderer Leute, die vielleicht sogar die Küche benutzen, die astrale Küche benutzen, oder Vorstellungen, die du gehabt hast in der Vergangenheit, die sich da eingeschlichen haben und so weiter. Und das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass wenn wir Astralreisen machen, dann sind wir nicht mehr auf der physischen Ebene. Nur ist das nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt erklärt habe, weil es verschiedene Energiestufen dazwischen gibt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich mal mit Nahtoderfahrung auseinandergesetzt hast. Ja. Ja, zum Beispiel viele Leute, die eine Nahtoderfahrung haben, die reden davon, dass sie ihren Körper gesehen haben. Oder sagen wir mal, die haben eine Herzoperation und die können genau sehen, was an ihrem Körper gemacht worden ist. Verifizierbar nämlich, ne? Also die sehen dann auch, ja. Es gab da ja auch Versuche von einem Mediziner, der dann Gegenstände so hingelegt hat, dass die irgendwo auf einem Kasten oben waren, sodass man die nicht gesehen hat, wenn man da gelegen ist. Aber wenn man eben eine andere Position eingenommen hat, dann hat man sie gesehen. Und soweit ich mich jetzt erinnere, gab es dann tatsächlich Patienten, die dann sagen konnten, was da rumlag. Ne? Ja, genau. Und das ist eine andere Sache, weil es zwischen dem physischen Körper und dem astralen Körper gibt es ein Energiefeld, das in der Lage ist, dass diesen astralen Körper, unseren emotionalen Körper, mit unserem physischen Körper verklebt, sagen wir mal. Und das ist der ätherische Körper. Und der ätherische Körper hat totale Sinneserfahrung. Der kann hören, sehen und so weiter. Nur ist der feinstofflich, der kann sich von dem physischen Körper loslösen. Und deshalb kommen besonders bei Nahtoderfahrungen diese Sachen zustande, wo sie die physische Ebene von einer losgelösten Position wahrnehmen können. Und das ist mir auch so gegangen, als ich angefangen hatte, mit meinen außerkörperlichen Erfahrungen zu experimentieren, war ich erstmal in meinem ätherischen Körper eingedrungen. Und das war gar nicht so einfach, weil der Ausbruch aus dem Körper in den ätherischen Körper war ungefähr wie so eine Geburt, die man erlebt. Nicht zum Beispiel Leute, die Astralreisen machen, die reden häufig von Schwingung oder Ratteln oder Vibration. Ein tiefer Brummton wird da ja auch immer wahrgenommen. Ja, ne? ja, solche Sachen. Das sind Erfahrungen, die im ätherischen Körper stattfinden. Wenn sich der ätherische Körper vom physischen Körper löst, ist an der Schwelle. Das ist eine Schwellenerfahrung. Und bei mir war das so, dass ich auf einmal aus meinem Körper raus war, das erste Mal, und einen unheimlichen, als wenn ich in einem Tornado wäre, in einem Sturm mit Donner und mein Körper hat unheimlich stark vibriert und gab ein unheimliches Getöse im Raum. Und ich stand dann in meinem Zimmer über meinem Körper und war total von diesem Wirbel übernommen worden und die Vibration mein Kinn fing an zu schmerzen und das Getöse in den Ohren war unheimlich ziemlich stark. Und dann auf einmal hat es, sagen wir mal, geknallt und ich war total aus meinem Körper raus und war dann in einem
Ich war dann in meinem ätherischen Körper und habe dann erstmal mir meinen physischen Körper von außen angeschaut und habe mich dann hinter meinen Körper gelegt und mir die Haare von hinten angeguckt und so weiter. Und da war ich noch auf der physischen Ebene. Nun, die Sache ist, dass wenn man jetzt so weitermacht, die natürliche Anziehungskraft geht vom Astralkörper aus. Sodass Leute, die diese Astralerlebnisse machen, die kommen aus, die verlieren die Benutzung ihres ätherischen Körpers und gehen dann gleich vom physischen in den astralen Körper rein. Und das ist, was bei dir passiert ist. Als du in die Küche gegangen bist, bist du nicht mehr auf der physischen Ebene gewesen, sondern gleich auf der astralen Ebene. Und da gibt es dann diese Unstimmigkeiten. Ne. Du kennst ja auch Tom Campbell, ne? Ja. Der hat ja das, gerade auch diese Phänomene, also gerade auch diese außerkörperlichen Erfahrungen, aber dann eben auch diese parallelen Wirklichkeiten, auf die ich heute natürlich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen möchte, aber ich möchte noch ein bisschen an dem Punkt da bleiben, weil der ist schon sehr spannend, ja. Das heißt, du hast vorher auch beschrieben, dass du da in Bibliotheken warst. Konntest du dich dann davon überzeugen, dass du tatsächlich auch Dinge in der realen Welt wahrnehmen kannst in diesem außerkörperlichen Zustand, die danach verifizierbar sind? Weil Tom Campbell hat sich ja sehr viel mit solchen Dingen beschäftigt und er sagt ja, dass er sehr oft auch dann Freunde besucht hat und ihnen genau sagen konnte, was sie zu einer bestimmten Zeit gemacht haben, etc. Das heißt, er war eindeutig auf der physischen Ebene, aber in einem nicht körperlichen Zustand und war halt dort und konnte das wahrnehmen. Und da gab es jetzt auch eine sehr interessante Frage von einem Hörer, die ich da noch stellen möchte. Aber vorher vielleicht noch, konntest du dich überzeugen, dass man also wirklich auch auf der physischen Ebene verifizierbar Dinge wahrnehmen kann? Ja, also das hat Jahre gedauert bei mir, bis ich dahinter gekommen bin, was überhaupt da passiert ist. Und wenn zum Beispiel, es gibt nur zwei Möglichkeiten, in der außerkörperlichen Erfahrung physische Dinge wahrzunehmen. Die erste Möglichkeit ist durch die Nahtoderfahrung, wo die Leute sich erstmal in ihrem ätherischen Körper aufhalten. Dann die andere Möglichkeit, was später bei mir eingetreten ist, dass man in eine viel höhere Bewusstseinsstufe eintritt. Und zwar von dieser hohen Bewusstseinsebene kann man alle anderen Bewusstseinsebenen kontrollieren. Und das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich dann zum Beispiel, der Unterschied ist ziemlich groß zwischen dem ätherischen Bewusstsein und diesem, ich würde mal sagen, kausalen Bewusstsein. Das ist also eine Bewusstseinsebene, die viel höher ist als die astrale Ebene. Und die stellt sich häufig durch Meditation ein, dass man dann nicht mehr, dass man, sagen wir mal, die astrale Ebene überspringt und in die kausale Ebene kommt. Der Energiekörper ist viel stärker, ist viel strahlender, viel energetischer. Und ich habe das gemerkt ein paar Mal. Ich war dann von meiner Meditation gleich in diesen Kausalkörper eingetaucht und konnte dann meinen Körper sehen. Nicht nur konnte ich meinen Körper sehen, aber ich konnte auch die Atome und die Teilchen sehen und die Energie. Und als ich aus dem Fenster schaute, konnte ich durch die physische Erde durchschauen und ich konnte die Moleküle sehen. Okay? Und das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Aber man kann auf dieser Bewusstseinsebene physische Sachen wieder wahrnehmen. Nur die meisten Astralprojektoren, die kommen eigentlich nicht
bis dahin. Die meisten Sachen stellen sich auf der astralen Ebene dar. Und ich kann mir deshalb nur vorstellen, dass Tom Campbell diesen höheren Energiekörper benutzt hat, um herauszufinden, was mit Leuten auf der physischen Ebene passiert ist. Und ich habe das ein paar Mal erlebt. Einmal habe ich meinen Bruder in München besucht, der bei der Arbeit war und hat sich mit seinem Chef unterhalten. Und ich habe mir genau notiert, worüber die gesprochen haben. Und ich habe den gefragt, mal mit der Arbeit, hast du da Gespräch gehabt mit deinem Chef oder so? Und er glaubt ja an solche Sachen nicht, mein Bruder. Der ist Techniker, Ingenieur, Flugbauer, Flugzeugbauer war. Und der glaubt an solche Sachen nicht. Deshalb bin ich da nicht näher drauf eingegangen. Auf einer anderen Weise nach dem Umzug hatte ich mir so einen Riss zugezogen, dadurch, dass ich Möbel geschleppt habe, und hatte eine ziemlich schmerzhafte Stelle in meiner Bauchmuskulatur. Und da hatte ich mich in meinen höheren Energiekörper befunden. Ich konnte meinen Körper dann total sehen und habe gesehen, was da los war in meinem Bauchmuskel. Und das hatte sich so dargestellt, dass da ein ziemlich dunkler Fleck war, in dem Funken rumgeströmt sind, total chaotisch. Und ich habe dann meine Hände benutzt, meine Energiehände, und habe das dann harmonisiert. Und dann, bis dann diese ganzen Funken, die ich gesehen habe, die waren dann in einem ornamentalen, harmonischen Muster, haben die sich wieder angelegt. Und als ich dann wieder in meinen Körper zurückgetaucht war, war der Schmerz total weg. Nicht? Und deshalb habe ich dadurch schon gemerkt, ja, wenn man also wirklich Heilung vornehmen will, dann die besten Heiler befinden sich auf dieser kausalen Ebene, um ihre Wunder zu wirken. Ja, das hört man auch immer wieder. Ne? Also ich hatte da jetzt meine Lichtarbeiterin zu Gast, und die begibt sich dann auch in diese anderen Bewusstseinszustände. Sie sagt andere Dimensionen, aber sagst du eigentlich auch. Hochspannend. Frage, eine sehr interessante Frage von Sperber. Warum benutzen wir Menschen nach Meinung des Gastes überhaupt unsere physischen Sinnesorgane, wenn wir mit Energiekörpern unter Anführungszeichen viel umfassender wahrnehmen können? Wie passt das zusammen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon häufig gestellt hatte. Es geht darum, für mich ist das so, dass dass wir auf der physischen Ebene unheimlich angespannt sind, bestimmte Eigenschaften zu entwickeln, die wir auf anderen Ebenen so nicht machen können. Auf den höheren Ebenen ist alles unheimlich einfach. Wir stellen uns was vor und es ist da. Wir wollen irgendwo hin, wir denken daran und wir sind schon da. Und es gibt natürlich unheimlich viele Möglichkeiten dadurch. Nur die einzige Möglichkeit, die uns fehlt, ist die gezielte Anstrengung, die Gegensätze, die Widerstände. Die physische Ebene ist die einzige Ebene, wo wir mit Widerständen konfrontiert werden. Diese Widerstände, die können sich sehr schnell auflösen auf höheren Ebenen. Natürlich gibt es Widerstände auch auf den niederen Astralebenen, nicht? Aber die wirklichen Anspannungen gibt es nur auf der physischen Ebene. Und es gibt auch bestimmte Sinneserfahrungen hier auf der physischen Ebene, die es in der Weise auf der astralen Ebene nicht so stark gibt. Nicht? Zum Beispiel die Erfahrung des Schmerzens, die Erfahrung
des Konfliktes, des der Anspannung, der diese ganzen Sachen, die eigentlich zum Leiden führen, die führen auch zum Lernen. Und dieser Lernprozess, der ist unheimlich wichtig für unsere größere Entfaltung. Weil durch die Schöpfung breitet sich immer weiter aus in Gebiete, wo es kein Bewusstsein gibt. Nicht? Bis zum Stein oder so. Und das, diese Ausbreitung findet immer wieder und immer weiter statt. Es gibt Schichten in der Schöpfung, wo es überhaupt sehr wenig Bewusstsein gibt. Und das ist irgendwie eine Sache des Schöpfungsprozesses, das Bewusstsein zu erweitern im negativen Bereich. Und für uns Menschen kommt es darauf an, diese Materie oder diese unbewussten Seiten der Schöpfung mit Bewusstsein zu erhellen und durch Erfahrung und so weiter. Also das ist jedenfalls meine Amateurphilosophie von der Tatsache, dass wir hier in dieser materiellen Welt verwickelt sind. Und es gibt viele, das ist sehr attraktiv für viele Leute, sogar wenn es mit Leiden verbunden ist. Nicht? Es ist eine attraktive Welt, auf die wir immer wieder hinein wollen. Nicht? Du meinst die physische Welt, in der wir jetzt sind? Physische Welt, ja, das ist für die Seele, für unsere höhere selbst, ist das sehr attraktiv, weil es unheimlich viele Möglichkeiten der Erfahrung bietet, die wir auf anderen Ebenen so nicht haben können. Derselbe Zuhörer sagt jetzt, also ist das Leben ein Spiel? So kann man das schon sagen, ja. Besonders wenn man sich das Leben von einer höheren Bewusstseinsebene anschaut, dann hört man nicht auf zu grinsen, nicht? Wenn man sieht, womit sich Leute beschäftigen und was ihnen Probleme bereitet. Nicht? Dann ist das von der Sicht aus ist das ein Spiel. Ja. Und in man braucht schon viel Humor. Ja, in der indischen Philosophie wird das als Lila beschrieben, das Spiel Gottes. Nicht? Und wenn man an diesem Spiel, wenn man sich dieses Spieles bewusst ist, dann ist das eine sehr interessante und spannende Angelegenheit, sich das zuzuschauen. Du beschreibst aber ganz verschiedene Wirklichkeiten, die du da besuchst. Was irgendwie immer wieder allen gemein ist, ist, dass du eben, und natürlich, viele werden sagen, ja, das sind alles nur Träume, die er da erlebt, und wenn er das irgendwie verifizieren kann, ja, gut, dann solche Dinge werden dann meistens ausgeblendet, entweder hat er sich da geirrt oder er lügt oder was auch immer, ja, aber für jemanden wie dich, der diese Dinge tatsächlich erlebt, ist ja vor allem ein sehr wichtiger Faktor, dass das für dich völlig real ist und dass du in deinem völlig normalen Wachbewusstsein dich befindest. Ja. Dennoch aber diese Dinge, die du da erlebst, dir einprägen musst, bevor du zu deinem Körper zurückgehst, weil du sie sonst vergisst, das finde ich irgendwie doch wieder interessant und das erinnert ja dann doch wieder an einen Traum ein bisschen. Ja, das ist auch so. Nicht? Es gibt ein, die Wissenschaftler bezeichnen das den Quantenbereich. Nicht? Die sagen nicht mal einige der Wissenschaftler, die sich mit dieser Materie beschäftigen, die davon ausgehen, dass das Bewusstsein primär ist und das Materielle sekundär, die gehen davon aus, dass sich alle unsere Erfahrungen im Grunde im Quantenbereich abspielen. Also in einem Wirklichkeitsbereich, der mit der physischen Materie nichts zu tun hat. Und deshalb kommt auch die Idee zustande, ja, das ist einfach nur alles ein Traum. Nicht? Nur der Unterschied ist, dass für den Erfahrenden ist das Wirklichkeit. Und das ist so,
ich habe das gemerkt, ich hatte am Anfang, hatte ich astrale Erlebnisse, die stundenlang gedauert haben. Ich bin dann, die waren so stark, dass ich zwischendurch wieder zu meinem Körper zurückkehren musste, um herauszufinden, ob ich denn überhaupt noch am Leben war. Und dann bin ich wieder auf die astrale Ebene zurück. Und eine dieser Erfahrungen war, die hat ungefähr 6 Stunden gedauert. Also ich war für 6 Stunden außer meinem Körper, außerhalb meines Körpers. Und ich habe dann nur, als ich wieder zurückkehrte um 6 Uhr morgens, hatte ich nur die letzten 25 Minuten im Bewusstsein behalten. Und ich habe die dann aufgeschrieben. Und dadurch ist mir zu bewusst geworden, dass das physische Gehirn nicht in der Lage ist, dieses höhere Bewusstseinsvermögen zu verarbeiten kann. Und dann habe ich mir ein Trainingsprogramm zugelegt, dass ich meine Erinnerungen irgendwie klarer machen konnte. Und das bestand dadurch, dass ich sobald ich wieder von dem astralen Ebene zurückkam, bevor ich in meinen Körper eingetaucht bin, habe ich dann versucht, Leute auffindig zu machen auf der astralen Ebene, denen ich dann von meinem Erlebnis berichtet habe. Oder ich habe mich hingesetzt und habe alles nochmal nacherlebt. Und dann, als ich in meinen Körper eingetaucht bin, habe ich noch die Augen zugehabt, bin nochmal durch die ganze Sache durchgegangen, bis sich das in mein Gehirn verarbeitet hat. Und dann habe ich erst meine Augen aufgemacht und habe dann sofort alles aufgeschrieben. Danach. Du nennst das auch, du hast das quasi in dein Gedächtnis imprägniert. Genau. Und durch das Aufschreiben hat sich das dann verfestigt. Und die andere Sache, die ich dann konnte durch meine Meditation ist natürlich ein unheimlich starkes Werkzeug, nicht? Durch die Meditation konnte ich dann in dieses Erlebnis wieder eintauchen und andere Sachen wieder ins Geschehen bringen. Man muss sich das mal so vorstellen, wenn, sagen wir mal, du bist jetzt im Urlaub in Frankreich, du hast ja dann, sagen wir mal, ein Haus gemietet und du erinnerst dich an deinen Urlaub und du denkst dann daran, ja, wie sah denn das Schlafzimmer aus? War der Schrank jetzt blau oder war er grün? Und dann denkt man darüber nach und dann kommt das wieder ins Gedächtnis, ja, der war grün. Und dann damit verbunden sind andere Gedächtnisfetzen, die dann wieder klarer erlebt werden können. Und das ist ein Erlebnis, Test oder Lektion, die man machen kann. Zum Beispiel, ich habe das eine was Übung. Ich gemacht. Ja, eine Übung. Was ich zum Beispiel gemacht habe, viel, als ich neben der Meditation, als ich in die Stadt gegangen bin, sagen wir mal einkaufen gegangen, auf den Markt oder so, Obst gekauft habe, zurückgegangen, mich aufs Bett gelegt und dann überlegt, wie ist denn das jetzt angefangen? Bin ich auf den Bus gegangen, Fahrkarte gekauft, in die Stadt gefahren, ausgestiegen, was für Leute waren da? Hatte der eine Sonnenbrille, der Fahrer und so weiter? Und so langsam alles wieder verzogen, bis ich dann auf eine Schicht gekommen bin, die dann total auf der astralen Ebene war, die sich da verfestigt hat, nicht? Als Datenbank. Das ist genau die Ebene, die Leute wiedererfahren, wenn sie in Hypnose eingeführt werden. Zum Beispiel, wenn Leute hypnotisiert werden, die können dann Erlebnisbereiche vergegenwärtigen, die schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Und so ist es auch, damit kann man trainieren, dass man dann den Bezug zu der Datenbank im Unterbewusstsein ein bisschen stärker aufrecht erhält
und sich die zur Verfügung stellt, nicht? Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Erfahrung aus dem nichtstofflichen Bereich oder dem feinstofflichen Bereich in den stofflichen Bereich verankern will. Deshalb muss man da schon ein bisschen trainieren dabei. Mimi fragt im Chat, wer sagt, dass Träume nicht auch real sind auf einer anderen Ebene? Und das ist ja auch, also du beschreibst das ja auch, dass also du schon da, also dass es da verschiedene Arten von Träumen gibt, offenbar. Ja, die hat total recht. Die Träume auf einer bestimmten Ebene sind die Träume genauso real wie diese Welt. Und zwar, man merkt das schon, wenn man träumt. Im Traum, egal wie komisch der Traum ausläuft, im Traum würde dir nie einfallen, dass du träumst. Nur wenn du einen luziden Traum hast. Also natürlich, die Traumwirklichkeit ist sehr subjektiv. Die Traumwirklichkeit ist im Gegensatz zu der astralen Wirklichkeit ein subjektiver Erlebnisbereich, wo man Erinnerungsfetzen in Wirklichkeit umsetzt. Und aus diesen Erinnerungsfetzen oder den unbewussten Aspekten der Persönlichkeit sich ein neues Buch zusammenstellt. Das ist dann sozusagen eine Traumwirklichkeit, die ist nur wirklich für uns persönlich, aber die ist total real. Es ist eine Wirklichkeit, die genauso real ist wie diese physische Wirklichkeit. Und da können unheimliche Sachen passieren, die uns richtig sogar ein bisschen krank machen können, wie zum Beispiel Albträume, nicht? Und die Realität ist unglaublich vielschichtig. Und es gibt keine klaren Grenzunterschiede. Ich habe zum Beispiel Leute getroffen auf der Astralebene, die ihre subjektive Welt in Realität verwandelt haben. Und zwar zum Beispiel war da eine Frau, hatte ich da getroffen, die war in einer Betonzelle, die keine Türen und keine Fenster haben. Und ich war in dieser Zelle mit ihr und ich habe gefragt, was ist denn los? Wie geht's dir denn? Und sie sagte, ja, ich bin gefangen. Ich bin in einem Kerker und ich kann da nicht raus. Und ich sagte, doch, du kannst da raus. Was du hier, wo du hier bist, ist nur deine verstellte, dein eingesperrtes Gefühl, dein subjektives eingestelltes Gefühl. Und du kannst dir durchaus eine Tür schaffen, wenn du das nur willst. Und sie hörte mir zu und ich bin dann weggegangen und kurze Zeit später hatte sich diese Zelle total aufgelöst und die Frau war frei. Ich hatte also teilgenommen an ihrer Vorstellung. Und für sie war das totale Wirklichkeit und für mich auch, weil sich diese subjektiven Erlebnisse in objektiver Realität ausdrücken können. Und das ist ein ganz, ganz großes Gebiet der astralen Wirklichkeit, von der wir noch sehr wenig wissen. Und von der es noch sehr viel zu schreiben gibt und zu erfahren gibt, nicht? Also wir wissen also im Moment in unserer Bewusstseinsforschung sind wir nicht mal auf der Spitze des Eisbergs angekommen. Wir fangen gerade an der Wirklichkeit herumzukratzen und werden uns langsam aber sicher bewusst, dass es mehrere Realitätsstufen gibt und wie die Natur es bei uns eingerichtet hat, können wir einen natürlichen Zugang zu dieser Wirklichkeit finden durch unseren Traum. Nicht? Und deshalb, was die Freigerin angesprochen hat, ist, dass
diese Träume Wirklichkeit sind und auch einen Zugang bieten zu einer höheren Wirklichkeit. Es gibt auch einige, die fragen da jetzt nach Technik, nach Meditationstechniken. Du hast transzendentale Meditation schon erwähnt und bla bla blub. Der hat auch unlängst mal angerufen, fragt, was hält der Gast von Robert Monroes Hemisync-Level und sind ihm jene Kategorien bekannt? Ich meine, Hemisync ist ja auch von Tom Campbell weiterentwickelt worden. Gibt es da so Hilfsmittel, mit denen man dann leichter in so diese Zustände kommt, von denen ja, man ich auch... Habe, ich, ja, gibt es ganz bestimmt. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, diese Sachen zu entwickeln. Ich habe mit William Buhlmann gesprochen, der auch am Monroe Institute arbeitet. Wir hatten uns lange unterhalten. Ich habe mich mit Tom Campbell, der auch am Monroe Institute, mit dem Monroe Institute verbunden hat, mit dem hatte ich auch viele Gespräche, als ich ihn getroffen hatte in München und in Nordengland. Diese Sachen können wirklich entwickelt werden. Nur habe ich mich persönlich damit nicht beschäftigt. Oder für mich ist immer diese außerkörperliche Erfahrung nur immer eine Nebenerscheinung. Und ich überlasse das meinem Höheren selbst, mir solche Sachen zukommen zu lassen. Nicht? Es ist besonders in den letzten Jahren, nach den Anfangserlebnissen in den 70er Jahren und 80er Jahren, habe ich eigentlich wenig Motivation gehabt, in diese Gebiete einzudringen. Und meistens kam der Anstoß von meinem Höheren selbst. Und zwar in der Form, dass es mir gesagt hat, hier, da ist jemand, den könntest du helfen, oder vielleicht könntest du ein bisschen darüber berichten und anderen Leuten klar machen, wie das mit dem Leben nach dem Tode aussieht, dass die Leute nicht so verzweifelt sind und so weiter. Und auf diese Weise werde ich immer in Gegenden geschickt, die ich nicht beabsichtige, sondern die irgendwie von meinem Höheren selbst oder gesteuert werden. Nicht? Deshalb, mir geht es immer nur darum, um die Meditation. Ich benutze, wenn ich so außerkörperliche Erfahrung habe, dann benutze ich die meistens immer dazu, zur Meditation. Und du meinst, du wirst dann Menschen zu Hilfe geschickt in diesen transzendenten Welten, die sich da irgendwie verloren haben? Gibt es da auch manchmal Menschen, die gestorben sind? Du beschreibst das ja auch, ne? Die dann noch nicht wirklich wissen, dass sie gestorben sind und denen du dann erklärst, wo sie da jetzt eigentlich sind. Ich meine, da wird es dann so richtig, wie soll ich sagen, du hast am Anfang erwähnt, also, dass du da so in Weinkrämpfe verfallen bist und dann diese Stimme dich getröstet hat, ja, mein Gott, so ist die Wirklichkeit halt. Und mir geht es bei solchen Beschreibungen, wenn du dann beschreibst, wie also diese Menschen dann quasi in diesen jenseitigen Welten, wenn man so will, dann da rumirren und nicht so recht wissen, was ist mit ihnen geschehen. Das ist auch eine sehr verängstigende Wirklichkeit. Ich meine, das ist, wow. Also so. Ja, für mich ist das so, dass die meisten Leute, die auf der Erde rumlaufen, sind eigentlich unbewusst, eigentlich in einem Traum. Nicht? Die Leute wissen überhaupt, meisten Leute glauben, dass sie wach sind. Aber sie sind von ihren eigenen Glaubensrichtungen total verfestigt in Annahmen, wie die Wirklichkeit ist. Und Absprachen mit anderen, wie es sich mit der Wirklichkeit verhält. Und meistens kommen sie dann in ihren Traumräumen zusammen, zum Beispiel im politischen Geschehen zum Beispiel. Einige sind in der Richtung, andere in der anderen Richtung. Einige glauben an dies, andere glauben, dass die Erde flach ist und so weiter. Und die tun sich dann zusammen in ihren Träumen, in ihren Illusionen und bilden sich dann eine Realität, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Und,
Und worauf es ankommt, ist, dass wir ins Wachbewusstsein hineinkommen. Und ich habe gemerkt, wenn jetzt viele Leute, die sterben, die sind noch genauso unbewusst, wenn sie tot sind, wie im Leben. Und die spielen dann einfach bei denselben Regeln wieder weiter. Die gehen ins Büro, die fahren Taxi, die machen genau die Geschichten, die sie vorher gemacht haben, die gehen einkaufen und so weiter. Das ist dieser Punkt, ja. Wir haben da vielleicht oft so die Vorstellung, wenn man nicht sowieso der Meinung ist, dass nach dem Tod alles vorbei ist, dass wir dann irgendwie so eine Art Erleuchtung erleben. Aber so wie du das beschreibst, nein, es ändert sich gar nichts. Wir schaffen uns dadurch, dass dann das Ganze ein bisschen fluider ist und so, wir schaffen uns dann halt eine Realität, die teilweise sehr nah an der unseren ist und merken dann gar nicht, dass wir tot sind, sondern führen einfach unser Leben weiter in einer Welt, die jetzt so ein bisschen andere Gesetze hat, aber das akzeptieren wir dann halt einfach. Also das ist das, ja, unglaublich. Genau, das nehmen wir einfach in Kauf. Zum Beispiel, wir würden uns da überhaupt nicht drüber aufregen, wenn wir jetzt an eine Tasse Kaffee denken und auf einmal eine Tasse Kaffee in der Hand haben. Ja. Genauso. Das würde uns überhaupt nicht als irgendwie komisch empfinden, weil wir das sehr schnell gewohnt sind. Genau wie wir gewohnt sind, den Kessel aufzusetzen und dann Kaffee zu kochen und so weiter in der Wirklichkeit. Wir haben nicht dieses Erwachungsbewusstsein, wo wir irgendwie eine Unterscheidung treffen können zwischen der Wirklichkeit und der Illusion. Und natürlich gibt es verschiedene Stufen des Bewusstseins. Zum Beispiel einige Leute, denen fällt das sofort auf, dass sie gestorben sind. Aber nicht der Mehrzahl der Leute, habe ich herausgefunden. Es ist immer noch die Gruppe der Leute, vielleicht sagen wir mal 50-60%, die vielleicht das mitkriegen, dass sie gestorben sind. Meistens dadurch, dass Bekannte von ihnen, Freunde oder Verwandte, Familie, sie begrüßen und dann unter die Fittiche nehmen und dann sie darüber aufklären. Und dadurch stellt sich oft eine totale Umwandlung statt, eine Erleichterung, und der Eintritt in die nächste Realität geht sehr flüssig und reibungslos vorhanden. Aber andere Leute glauben das noch nicht mal, wenn man ihnen das sagen würde. Ja. Und ich hatte eine Erfahrung mit einem Freund von meiner Frau. Ihr Mann war an Krebs gestorben. Und ich konnte ihn nur flüchtig, nur durch meine Frau. Und ich habe ihn getroffen und ich sagte, hallo Brian, wie geht's? Und er sagte, ja, mir geht's schon wieder viel, viel besser. Wie du weißt, war ich ja krank, hatte Krebs, aber jetzt bin ich schon wieder voll im gesund werden, nicht? Und ich hatte einfach nicht das die Kraft, irgendwie ihm zu sagen oder den Mut, ihm zu sagen, ja, hör mal, Brian, du bist eigentlich tot, nicht? Ich konnte ihm das nicht sagen. Und er hat dann angefangen, das Thema zu wechseln und wir haben uns dann über Autos unterhalten, nicht? Weil er so ein Autofreund war und wollte sich ein Citroën kaufen. Er war noch im Krankenhaus, aber total in Genesungsstufe. Und er wusste total, dass er bald rauskommt aus dem Krankenhaus und sich dann wahrscheinlich ein Citroën kaufen will. Also so real ist das für die Leute. Und so wenig Bewusstsein haben sie, um den Unterschied zu finden. Nun, es gibt ja. Aber woher wollte ich da dann wissen, dass das jetzt nicht eine Projektion von dir war, dass das wirklich diese Person war? Dann kannst du das wissen? Ja, das kommt dadurch zustande, dass ich Selbstbewusstsein habe. Ich habe also eine Bewusstseinsstufe, wo ich klar zwischen subjektiver
Illusion und objektiver Realität total unterscheiden kann. Wie man das unterscheiden kann, das weiß man einfach. Man muss sich vorstellen, wenn sich das Bewusstsein erweitert, gibt es eine Bewusstseinsebene, die ich als, in Englisch als Knowing Field bezeichne. Also es gibt eine Bewusstseinsebene des Wissens, wo man, sobald man sich eine Frage stellt, schon die Antwort ist schon im Raum. Und ist von Klarheit durchdrungen. Diese Klarheit erlaubt uns, durch Illusion durchzuschauen, nicht? Und zu unterscheiden, Diskrimination zwischen dem, was Illusion ist, und Wirklichkeit. Und das ist eigentlich eine höhere Stufe der Meditation, die dadurch zustande kommt, durch Meditation, dass wir eine Stufe der Unterscheidungskraft erreichen. Wir haben einen Anrufer übrigens. Vielleicht nehmen wir ihn kurz rein. Hallo. Ah, guten Tag. Guten Tag. Ah, guten Tag. Ich wollte dem Gast nur eine kurze Frage stellen. Ja, bitte. Und zwar, ob er das Phänomen kennt, so wie bei Dr. Rolf Ulrich Kramer, dass der Engelclub, dass da Geistwesen ihre eigenen Spiele erschaffen. Also ob er das kennt. Ja, ich habe also ich habe zwei Bücher geschrieben. Das erste war Multidimensionaler Mann, das jetzt auch in Deutsch rausgekommen ist. Das zweite Buch habe ich 2015 geschrieben, das heißt Vistas of Infinity. Und zwar bin ich in dem zweiten Buch viel tiefer auf die Materie der höheren Dimension eingegangen. Und Sachen untersucht, die viele Leute noch nicht mal angesprochen haben. Über dieses zweite Buch noch einmal eine Sendung mit dir machen, kann ich dir gleich ankündigen. Also ich muss es nur vorher lesen. Okay, ja. Ja, da sind Sachen drin, zum Beispiel, wie Leute ihre eigenen Welten schaffen. Nicht? Ist das, was du meintest? Ja, genau, ja. Das war es, was ich meinte, weil das hat mich mehr so interessiert, so was so der Rahmen der Möglichkeiten in diesen transdimensionellen Bereichen ist. Das heißt, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, da gibt es Gruppen von Leuten, die daran arbeiten, totale Welten zu schaffen. Nicht? Und zum Beispiel, wenn du jetzt mal vorstellst, sagen wir mal Lord of the Rings. Der Herr der Ringe, wie das, glaube ich, heißt in Deutschland. Diese Filme, die rausgekommen sind, vor 10 Jahren oder so, die existieren dadurch, dass Leute, die im Film gesehen haben und die im Gedächtnis mit sich rumtragen. Und auf der astralen Ebene sind die total greifbar, diese Welten. Bis zu den Leuten, die die bewohnen. Nicht? Also, ich hab das auch im ersten Buch beschrieben, wo ich auf einem Planeten war, wo die Leute sich ein Dorf geschaffen haben. Und nicht nur das Dorf, sondern auch Diener und Küchenhilfen. Und also so künstliche Lebewesen, und das ist wirklich gruselig eigentlich. Genau. Und das ist sehr interessant. Da habe ich sogar ein ganzes Kapitel dabei gewidmet, dass Leute sich Lebewesen schaffen können. Und da war einer dabei, der sich einen unterirdischen Harem geschaffen hat. Und zwar hatte sich so ein Lustpalast zugelegt über die Zeit hinaus. Und da waren unheimlich schöne Frauen, die er sich dazugelegt hat. Und das waren alles in Englisch habe ich die Artificial Entities genannt. Und das Irre ist, dass die beseelt sind durch die Emotionen des Schöpfers. Durch die Aufmerksamkeit die er ihnen entgegenbringt. Ja. Ne? Und die bleiben bestehen. Also wenn er sie nicht braucht oder wenn er sie sogar nicht an sie denkt, weil die Energie
seine Einbildungskraft oder seine Schöpfungskraft erhält sie. Und nicht nur das, sondern sie entwickeln so langsam, aber sicher auch ein eigenes Leben. Und eine Frau war dabei, die war sehr eifersüchtig auf die anderen. Und er konnte sich von ihr nicht mehr losschütteln. Die hat ihn dauernd verfolgt. Die Geister, die ich rief. Ja, genau, Goethe, der Zauberlehrling. Yeah. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Das muss man sich mal von dieser Aussicht nochmal anlegen, dieses Gedicht von Goethe. Das ist ziemlich wahr. Und auf der astralen Ebene sind das Wirklichkeiten, die sich da einstellen. Und darüber könnte ich ein ganzes Buch alleine schreiben, wie sich diese Gedankenformen zusammenstellen und wie sich Leute verändern durch die Gedanken und wie sie sich entfalten können. Oder ich habe eine totale Karnevalsveranstaltung besucht, wo Leute Kostüme geschaffen haben, die es unmöglich auf der Erde geben kann. Zum Beispiel, sie haben sich aus Licht zusammengestellt, aus ganz wahnsinnigen Formen. Und da gibt es große Veranstaltungen, Partys, wo die Leute alle möglichen Sachen schaffen, nicht, um sich zu unterhalten. Das ist unglaublich, ist unvorstellbar, was da ablaufen kann. Entschuldigung. Ja, das, was Sie da beschrieben haben, ist sehr interessant. Und das kenne ich. Es gibt sogar eine Magieform, die sich auf dem bezieht. Und zwar in der Chaos-Magie gibt es das nennt sich Servitoren-Magie. Und da geht es genau um sowas. Dass man sich aus seiner Mentalenergie ein Wesen erschafft, das dann Dinge ausführen kann. Also so ein mental-energetisch zusammengebasteltes Wesen. Aber das ist dann auf der physischen Ebene, oder? Na, das ist auch so ein energetisches Ding mehr. Das ist jetzt nicht ein wirklich physisches Ding. Das ist einfach, dass man sie auf... Du stellst dir ein Wesen vor, das bestimmte Qualitäten hat. Ja, also aber und diese Vorstellung basiert auf der physischen Ebene. Also dass das Wesen dann... Ja, schön klar. Genau, und dem gibt man dann eine Energie. Und dadurch, das bezieht sich auch wieder auf dem Konzept, dass wir Bewusstsein erschaffen können. Und das fand ich auch jetzt gerade interessant, dass er das angesprochen hat, dass da Menschen sozusagen oder generell Geistwesen, wir sind ja Geistwesen, in der Lage sind, da solche Welten und Wesen zu erschaffen, dass wir Bewusstsein schaffen können und Schöpfer sind. Ja. Mir fällt der Fall auch, Entschuldigung, aber ich meine, es vielleicht sind ja wir auch Wesen, die ein anderes, höheres Wesen geschaffen hat. Das sind wir ja auch so künstliche Wesen, die jetzt halt ihr Eigenleben entwickeln. Ja, mehr so eine Abspaltung von dem großen Ganzen kann man so sagen. Aber das stimmt auch, wir haben auch unseren freien Willen und können agieren und selber wieder erschaffen. Also das stimmt schon auch. Ja, aber Jürgen, die andere Sache ist auch, dass wir erschaffen Wesen auf der astralen Ebene total unbewusst auch. Nicht durch unsere Energie, die wir da, zum Beispiel sagen wir mal, wenn wir unheimlich zornig sind und unsere Hassgefühle entwickeln. Auf der astralen Ebene kann man bei diesen Leuten sehen, dass sie da so einen kleinen Dämon auf der Schulter haben, der total real ist und dem dann zustimmt und mit ihm kommuniziert. Und so langsam wird dieser unterbewusste Geist materiell. Und dass diese unterbewussten Geister sind die dafür verantwortlich sind, für Abhängigkeiten oder Drogenabhängigkeiten oder sagen wir mal, wie heißt das in Deutsch? Drogensucht, ja. Ja, Sucht, süchtige Leute. Nicht? Da gibt es zornsüchtige, streitsüchtige Leute, die haben sich so ein Wesen geschaffen, an denen sie so stark verknüpft sind. Nicht? Und diese negative Energie hat sich auf der astralen Ebene materialisiert und die kann man wirklich auch sehen,
wenn man auf der astralen Ebene ist. Und das ist ganz interessant. Und diese Abhängigkeit von diesen Artificial Entities, die kann man nur dadurch überwinden, dadurch, dass man diese Abhängigkeit überwindet durch positive Energien und Therapie und so weiter. Sehr interessant. Ich habe viele solche Sachen studiert auf der astralen Ebene. Also man könnte ganze Bücher darüber schreiben. Ja, Anruf, hast du noch eine Frage? Nein. Somit ist alles beantwortet und ich danke für die Antwort. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Ciao. Okay, tschüss. Jemand anderer hat da die Frage gestellt, ob du denn überhaupt noch Angst vor dem Tod hast. Nee. Nee, es gibt. Du lachst, ja? Es gibt nur Leben. Es gibt nicht mal ein Leben nach dem Tod, es gibt nur Leben. Es gibt nur Leben in verschiedenen Schwingungsbereichen. Viele Leute, wenn du mit Leuten sprichst, die Astralreisen gehabt haben oder eine Nahtoderfahrung, die werden bestätigen, dass diese Angst vor dem Tod, die hat sich total gelegt. Es gibt keinen Tod. Das ist eine Illusion. Das ist, deshalb habe ich keine Angst. Ich war zum Beispiel, ich hatte einen Anruf in 2011 vom Krankenhaus, die mir nach einer Untersuchung haben die mir gesagt, dass ich Krebs hatte. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, dass mich das überhaupt nicht gestört hat. Und zwar dachte ich, ja, das ist eine interessante Sache. Ich werde jetzt vielleicht nur noch so 6 Monate haben. Und das Gute dabei war, dass ich meine Meditation intensiviert hatte. Und zwar mich total auf das Hier und Jetzt konzentriert hatte. Und dadurch hatte sich meine Meditation total vertieft. Und ich habe dann von irgendwelchen Angstzuständen total Abstand genommen und einfach diese ganze Sache den Doktors überlassen und mich um die ganze Krankheit überhaupt nicht gekümmert. Und ich hatte auch ziemlich Glück, muss ich ehrlich sagen. Die Operation ist natürlich nicht sehr gut abgelaufen. Ich war ziemlich, ziemlich schlimm dran. Aber ich hatte keine Angst. Ich hatte mein Körper war ziemlich angeschlagen. Aber ich hatte keine Angst. Und ich hatte auch ziemlich schnell eine Genesung erfahren. Ich hatte mich dann 2 Jahre später mit William Buhlmann unterhalten, der zu der gleichen Zeit eine ähnliche Erfahrung hatte. Und William Buhlmann ist in seinen Astralkörper gegangen und hat sich überhaupt nicht um die Krankheit gekümmert. Und er hatte auch sehr schnell eine Vollgenesung erfahren dadurch. So, also ich meine, die Angst vor dem Tod ist irrational. Ja. Sehr interessante Perspektive. Ja. Du schreibst in deinem Buch, du beschreibst da auch Welten, in denen man auch Schmerzen erfahren kann. Also Schmerz im Jenseits, unvorstellbare Höllen und desolate places, wie du das nennst. Also desolate Orte, traurige, dunkle, kalte, grässliche Orte. Ja, und zwar ist das mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich in eine Welt kam, wo es sehr, sehr kalt war. Und ich dachte, wie kommt denn das zustande? Es kann doch keine, auf der geistigen Ebene kann es doch keine Kälte geben. Bis ich dann gemerkt hat, als ich diese Kälte ein bisschen tiefer erforscht hatte, war das eine psychische Kälte. Also eine Kälte, die sich in der Atmosphäre niedergeschlagen hat, die dadurch verursacht worden ist, dass die Menschen, die dort leben, kalte, gefühlslose Menschen waren.
Und diese gefühlslose Kälte hat sich in physische Kälte ausgedrückt, dass die Leute da also wirklich am Frieren waren und physische Kälte erlebt haben. Und auch Schmerzen. Schmerzen erleiden, die sich sehr physisch anfühlen und unglaublich, also wogegen der physische Schmerz überhaupt nichts ist. Deshalb die wirklichen Höllen in der Welt oder auf den astralen Ebenen, die sind also wirklich schlimm. Die sind also viel schlimmer, als man sich das vorstellen kann. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir ein hygienisches Geistesleben fühlen, nicht, wo man genau aufpasst, dass man der Liebe, dem Wohlwollen immer Vorrang gibt im Leben und nicht den negativen Gefühlen freien Raum lassen sollte. Das schlägt sich alles nieder. Nicht? Nur, ich meine, ganz so schlimm ist es nicht, wie ich das beschrieben habe, weil es immer wieder Erlösungsmöglichkeiten gibt von unseren Höllen. Und diese Erlösungsmöglichkeiten können sich sehr schlagartig einstellen. Sogar unheimlich großartig können sich die einstellen, nur durch eine kleine Bewusstseinsveränderung. Deshalb muss man davon ausgehen, dass die Höllen, von denen in der Religion gesprochen wird, die sind nicht unendlich. Die sind alle bewusstseinsmäßig bedingt. Und sobald sich das Bewusstsein ändert, und es gibt viele Tricks bei astralen Reisenden, das Bewusstsein zu verändern, schlagartig, die man auch als Verstorbener anwenden kann. Nur meistens sind Leute, die längere Zeit auf diesen dunklen Ebenen verwenden, die sind total an ihren Schwächen verhaftet. Und die kommen da einfach drüber nicht hinaus. Und die wollen auch nicht darüber hinaus. Die sind irgendwie damit zu stark verknüpft und haben sich zu stark daran gewöhnt. Und deshalb einige dieser Höllen ist für manche Leute ein begehrenshafter Lebenszustand. Die wollen da nicht raus. Die fühlen, die brauchen das. Und da gibt es totale Gesellschaftsstrukturen in diesen Höllen, wo es Knechte und Sklaven gibt und Herren und wo Leute sich ausnutzen. Und es kann wirklich sehr, sehr schlimm dazu gehen. Ich hatte zum Beispiel in meinem letzten Buch habe ich eine Höllenreise beschrieben von einem Selbstmordbomber, der eine Bombenweste gehabt hat und viele Leute umgebracht hat. Und ich habe diese Leute aufgesucht und ich habe das genau beschrieben in meinem Buch, was da für die Leute abläuft. Und das ist ziemlich schlimm, ziemlich schlimm. Deshalb muss man, es gibt da zwei Stufen der Hölle. Es gibt für jeden von uns, der stirbt, die erste Stufe des Erlebens des Lebens, des Wiedererlebens, wo das Leben vor einem abläuft. Nicht nur das, sondern wir erleben das Leben, unser Leben auch von der Sicht der Leute, die mit uns zusammengelebt haben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden, sagen wir mal, anschimpfen oder anmachen, dann erleben wir das nicht nur von unserer Seite, sondern auch wir fühlen, was unsere Anmache ausgelöst hat bei den Leuten. Und das findet bei fast jedem Menschen statt, dieses Wiedererlebnis, dieser Ablauf. Nun, es kann auch vorkommen danach, meistens läuft es gut aus, dass wenn diese Sachen auf dieser Weise verarbeitet sind, löst sich meist dieser ganze Zustand auf und wir kommen in eine viel höhere Ebene, in einer viel
wir merken dann erst, dass die Grundlage der Wirklichkeit von Liebe durchdrungen ist und Wohlwollen und Vergebung und so weiter. Nicht? Wenn, dann dringen wir in die höheren Schichten ein. Nur manchmal wollen wir das nicht oder können das nicht, weil wir mit diesen negativen Sachen so stark verankert sind, dass wir das ausleben müssen. Nicht? Und das ist dadurch kommt diese vielen Astralen eben zustande, die uns die Möglichkeit gibt, alles, was wir nicht erreicht haben, können wir da ausleben. Das können negative Dinge sein, kriminelle Dinge sein, oder es können unheimlich schöne Dinge sein, wie ein Lottogewinn oder so weiter. Was auch immer wir nicht ausgelebt haben, wir können auf dieser astralen Ebene ausleben. Und das ist eine Einrichtung der Natur, die unheimlich wichtig ist. In einer Episode beschreibst du dann, also teilweise wird da, also du hast schon beschrieben, dass da du da auch auf, wenn man so will, Missionen geschickt wirst und solche Dinge, wo du dann anderen helfen sollst, etc. Einmal beschreibst du auch, dass du irgendwie die Möglichkeit gehabt hättest, ein Heilmittel für AIDS zu erhalten, aber es war dir dann irgendwie zu mühsam? Ja, das war eine interessante Sache. Ich war zu der Zeit, hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung, wo ich meine Mutter besucht hatte. Und meine Mutter war ziemlich krank, sie hatte unter Depressionen gelitten, als sie gestorben war. Und ich hatte sie immer wieder aufgesucht. Und da, als ich sie besucht hatte, hatte ich, ich glaube, das war auf der Seite, wollte ich meinen Vater aufsuchen. Mein Vater war gestorben, als ich noch ein Kind war. Ich war erst 9 Jahre alt und ich wollte ihn aufsuchen. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, war ein Typ neben mir hergelaufen. Der hat gemerkt, dass ich in meinem Astralkörper war und dass ich bewusst war. Und er wollte mir sagen, dass auf der astralen Ebene haben sie eine Lösung oder ein Heilmittel für AIDS, das sie gerne auf der Erde verbreiten möchten. Und ob ich dann in der Lage wäre, Notizen zu machen und die Sache irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Und mir war das ein bisschen unheimlich. Erstmal hatte ich von vornherein das Gefühl, dass ich nicht die richtige Person war. Und ich habe ihm dann auch gesagt, ich glaube, du hast dich an den falschen Mann gewendet hier. Ich kenne überhaupt nichts von dem, was du da redest. Du musst dir jemand anders aussuchen. Und er hat versucht, mich zu überzeugen, dass es gar nicht so schwierig ist und so weiter. Ich war natürlich ein bisschen gestresst. Ich wollte eigentlich, ich war mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden. Und deshalb habe ich dann ein bisschen eigentlich abgeschüttelt, weil ich klar machen konnte, dass ich nicht der richtige Typ dafür war. Hoffentlich hat er jemanden gefunden, oder? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ich weiß nicht. Aber Leute wie wir, die bewusst außerkörperliche Erfahrungen machen, sind eigentlich ziemlich rar. Nicht? Deshalb nehmen Leute davon Gebrauch. Mir haben andere Leute Astralreisen erzählt, dass sie aufgefordert worden sind, Verwandte aufzusuchen und ihnen zu sagen, dass sie noch am Leben sind und so weiter und so fort. Das stellt sich immer wieder ein. Ja. Herr Sperber schreibt offensichtlich nicht Tarek, also offensichtlich hat sich niemand gefunden. Oder derjenige ist da irgendwie nicht durchgekommen, kann natürlich auch sein. Wann war das? Ja, das war... Das muss ungefähr Anfang 2000 gewesen sein. Oder ja, ungefähr so. 20 Jahre. Ich hab das. Ja. Ja. Sind eigentlich manche dieser Dimensionen oder dieser, ja,
sagen wir, Dimensionen wirklicher oder echter im Sinne auch von relevanter als die, in der wir uns jetzt hier befinden? Ja, also ganz bestimmt. Ich meine, für mich war das Erlebnis so, je höher, je feiner die Vibration oder die Frequenz war, auf der ich mich befand, desto wirklicher erschien mir das Leben. Das fühlt sich sogar so, auf einer bestimmten Ebene kommt einem das physische Leben fast wie ein Traum vor, aus dem man aufgewacht ist. Ja, das ist... Ach, das ist ziemlich stark, vor allen Dingen, wenn es um höhere Bewusstseinsebene geht, wo sich das Bewusstsein auch erweitert, dass man viel mehr versteht, viel mehr wahrnimmt. Und ich meine, das ist, ich habe das so beschrieben, zu beschreiben versucht, mit dem Nachhausekommen. Ich habe gemerkt, wenn je mehr sich mein Bewusstsein erweitert hat, oder die Vibration oder die Frequenz sich verfeinert hat, desto wacher, desto realer wurde, desto schöner und wirklicher wurde alles. Und ich kam mir vor, als ich näher an zu Hause war. Bis das wirkliche Zuhause ist das Bewusstsein der Einheit. Dass es da keine Differenzierung mehr gibt zwischen dem Selbst und einer Außenwelt. Nicht? Und das ist das wirkliche Zuhause. Das ist, wo wir die Grundlage, der Felsboden unseres Seins ist. Nicht? So sehe ich das. Du hast gerade wieder Vibration erwähnt und da kam gerade jetzt eine sehr interessante Frage von Sperber. Frage an den Gast zu den Vibrationen unter Anführungszeichen. Und das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Was schwingt da? Ja, ich meine, das ist irgendwie ein Metaphor, diese Vibration. Mhm. Man kann da nicht irgendwelche physischen Maßstäbe ansetzen. Zum Beispiel, wenn man sich mal mit der östlichen Philosophie beschäftigt, sagen wir mal Qigong, da gibt es Leute, Qigong-Meister, die unheimliche Fähigkeiten haben. Zum Beispiel, wenn du sie anfasst, kriegt man einen elektrischen Schlag. Und da waren Wissenschaftler, die versucht haben, diese Elektroden an die Haut anzuschließen von diesen Qigong-Mastern, um zu messen, was für eine Elektrizität und was für eine Frequenz es sich denn dabei handelt. Und das Ergebnis war null. Es gab überhaupt keinen Ausschlag auf den physischen Instrumenten von dieser Energie, die sich da eingestellt hat. Also ist es nicht passiert. War es nur Einbildung, oder? Ja, also die tollen Leute haben Schlag gekriegt, obwohl die das nicht wussten, dass sie einen Schlag kriegen würden. Die haben nur gesagt, hier, tu mal den Finger auf meine Haut. Und auf einmal sind sie zurückgesprungen, einen elektrischen Schlag gekriegt. Aber es war keine Elektrizität. Und das war, die Chinesen bezeichnen das als Qi. Und Qi ist eine Energie, die nur auf, sagen wir mal, auf dem Quantum-Level stattfindet, die nicht mit physischen Geräten gemessen werden kann. Und wir sind an dieser Stelle in der Wissenschaft, wo wir langsam versuchen, an die Quantenrealität heranzukommen, um zu sehen, was die Grundlage der Materie ist. Deshalb haben wir diese Particle Accelerator, diese Zentrifugen, nicht? Wo wir versuchen herauszufinden, wo die Urbausteine des Atoms sind und so weiter. Davon wissen wir eigentlich überhaupt nichts. Aber es gibt Energien, die wir einfach nicht messen können, aber die eine Realität haben. Und diese Energien, die bilden die Überstruktur unserer physischen Welt. Und ohne diese Überstruktur
ich sage auf meiner Website, the super dimensions. Das sind die Überdimensionen, die die Superstruktur unserer physischen Welt bilden. Ohne diese Superstruktur könnte überhaupt nichts existieren. Ja. Yeah. Ich meine, viele bezweifeln, dass wir mit den Teilchenbeschleunigern da wirklich weiterkommen, aber man hat da ja unlängst eine neue Grundkraft auch entdeckt. Naja, vielleicht tut sich da auch ja, was. Für uns ist das so auf dieser Welt, je kleiner die Teile werden, die wir erforschen wollen, desto größer werden die Maschinen, um ja, das zu erforschen. Schöne Beobachtung, ja. Und irgendwann kommen wir an eine Grenze, wo wir unsere physischen Instrumente nicht mehr benutzen können. Und wir müssen dann neue Instrumente erfinden, die wahrscheinlich aus dem Bewusstseinsbereich kommen. Puh, das kann ja lang dauern. Es kann schon lange dauern, ja. Ja, wir reden jetzt schon über 2,25 Stunden und ich fürchte, du wirst jetzt wahrscheinlich dann bald einmal zu einem Ende kommen, oder? Weil wir haben ja irgendwie gesagt, vielleicht können wir mal eine Abschlussfrage noch machen oder so. Ja, nein, so ganz schnell möchte ich dich noch nicht gehen lassen. Falls noch jemand eine Frage per Skype stellen möchte, dann sollte er das auch recht bald tun. Kurz möchte ich noch eingehen auf deine erste Begegnung. Du hast ja auch chinesische Meister erwähnt. Mhm. Einer deiner Begleiter ist ja auch ein Chinese Master, so beschreibst du ihn zumindest, oder so, ja, so hat er sich dir zumindest gezeigt. Du vermutest dann aber später auch, das ist vielleicht sogar ein Aspekt von dir. However, ja. Aber das Interessante ist, als du diesem Freund das erste Mal begegnet bist, da begann das Ganze mit so einem Aus-Faktor, der ja auch bei so klassischen UFO-Erlebnissen immer wieder vorkommt. Und dann war da eben plötzlich diese Präsenz. Ja, also das war auf der astralen Ebene. Und zwar, ich hatte verzweifelt versucht, in höhere Dimensionen einzutreten. Ja, du beschreibst das, ja, also wo du dann immer wieder in riesigen Hallen bist und durch die Decke durchbrichst. Also, das ist wirklich interessant. Und das hat auch Monroe beschrieben in seinem Buch, Robert Monroe. Es gibt also wirklich physische. Das drückt sich ganz physisch aus. Ich bin an eine Decke gestoßen und ich kam einfach nicht weiter. Oder Mauern sind dann im Wege. Und ich war dann so verzweifelt, dass ich um Hilfe gebetet habe. Und auf einmal kam ich an eine Lichtung auf meiner Astralreise, auf einer Lichtung im Wald. Und da waren 4 Laternen, chinesische Laternen. Und ich habe dann gewartet und auf einmal hat sich da eine Gestalt niedergelassen. Das war ein Chinese, ein chinesischer Meister. Den habe ich sofort erkannt als einen chinesischen Weisen und der hat mich angegrinst. Und der lag also auf der Seite so und hat mich angegrinst und ich habe ihn sofort erkannt. Ich wusste, dass das irgendwann mal ein sehr guter Freund von mir. Irgendwann vielleicht tausende von Jahren her. Und dieser Meister hat mich dann unter die Fittiche genommen und hat mich ausgebildet und trainiert, höhere Bewusstseinsebenen wahrzunehmen. Also ich hatte im physischen Leben nie einen Guru oder so, nie einen Lehrer. Für mich war der Lehrer, mein Lehrer war mein schweigender Begleiter. Das war eine Präsenz, an die ich mich dauernd wenden konnte, obwohl wir uns wörtlich oder nicht unterhalten hat, aber es war irgendwie eine Wesenheit, an die ich mich wenden konnte und die mir so Wissen, vielleicht sagen wir mal telepathisch vermittelt oder intuitiv vermittelt hat, das ich brauchte zu der Zeit. Nicht? Aber dieser chinesische Meister, der hat mich hart trainiert. Der hat mir Rätsel aufgegeben, der hat mir Fallen gestellt.
Und Chinesen geben immer Rätsel auf. Es ist die ganze östliche Philosophie andauernd diese Rätsel. Es ist so, okay. Ja, und er hat mir, der hat mich auch hochgenommen und beleidigt, alle möglichen Sachen mit mir gemacht, mich zur Verzweiflung gebracht und alle möglichen Sachen. Und das gehörte einfach damit zu. Bis dann eines Tages hat er mir gesagt, dass er mich in eine höhere Bewusstseinsstufe einführen wird. Und dann hat er aufgehört mit mir zu reden oder Telepathie. Er hat mir nur Symbole geschickt. Also so sagen wir mal wie Schriftzeichen, so Symbole, die man auch vielleicht durch Kopfzirkeln, in den Kopfzirkeln sind die häufig zu finden. Und diese Symbole, die musste ich... Also in Kornkreisen? Ja. Interessant. Ja, also ich habe manche kamen mir ziemlich bekannt vor. Und so war das auch, diese Symbole, mit denen hatten wir dann kommuniziert. Und jedes Mal, wenn ich ein Symbol gelöst hat, also das ist nicht eine gedankliche, ist nicht ein gedanklicher Vorgang, sondern ist ein übergedanklicher Vorgang, weil auf einer höheren Bewusstseinsebene der Mind oder die Gedanken überhaupt nicht mehr von Bedeutung sind, sondern es geht da nur noch um eine direkte intuitive Erfahrung einer höheren Bewusstseinsebene. Und so langsam haben diese Symbole mir geholfen, mich mit diesen höheren Bewusstseinsebenen anzufreunden. Und sie wurden dann wirklicher. Bis er dann 1980 hatte er mich auf eine Reise genommen in die höchste Bewusstseinsebene, die ich am Anfang beschrieben hatte, nicht? Und ich hatte in meinem Leben drei solche Erlebnisse gehabt von diesen absoluten, würde ich mal sagen, Erleuchtungszuständen. Drei Erlebnisse. Die eine in 1972, 73, die zweite 1980 durch eine außerkörperliche Erfahrung und die dritte 2013, als ich mich in eine Burke-Hütte eingenistet hat in Schottland. Und dieses sind sehr, sehr starke Erfahrungen, die meistens dazu führen, dass sich was auslöst im Leben. Dass das Leben total verändert. Ja. Du schreibst auch, man is waking up to the reality at the core level. Also, dass die Menschheit quasi sich mehr und mehr dieser Kernrealität, die du jetzt auch gerade wieder angesprochen hast, bewusst wird. Aber es ist ein langsamer Prozess, oder? Ja, es ist ein ziemlich langsamer Prozess, aber ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Ich habe einen Freund und ich habe ein paar Freunde, die total auf dieser Ebene leben. Und die das auch bestätigen. Und ich habe einen Freund, mit dem ich mich häufig übers Telefon unterhalte, wo wir dann unsere Erfahrungen austauschen. Und es gibt Leute, die hier jetzt wirken, wie zum Beispiel mein Freund, die irgendwie eine Verbindung schaffen, wie ein Blitzableiter. Also eine Verbindung zur Erde oder zu dieser physischen Realität, durch die das Bewusstsein unbemerkt fließt. Also die Leute, die fallen nicht mal auf. Nicht wie zum Beispiel mein Freund hat einen ziemlich normalen Beruf und keiner weiß, wo er wirklich ist. Ich hatte einen anderen Freund, der war Tischler. Und der war verheiratet mit der Frau, die wusste überhaupt nichts davon, von der Ebene, auf der er wirkte. Und ich war der Einzige, mit dem er das anvertraut hat. Und ich wusste das auch sofort. Nicht? Und
der hatte eine unheimliche Ausstrahlung. Der hat als Tischler gearbeitet und sonst von ihm war überhaupt nichts auf der physischen Ebene zu sehen, von seiner Kraft, die er benutzt hat. Er ist jetzt gestorben vor 2 Jahren und ich habe ihn am Tag später besucht. Er war in einer Hütte, er wohnte in einer Hütte im Wald, unheimlich bescheiden, in einer unheimlich schönen Umgebung und hat mich angelächelt. Und wir haben, es macht sich auf, im Moment macht sich das Bewusstsein, das Quellenbewusstsein, sagen wir mal, ein bisschen mehr, dehnt sich ein bisschen mehr aus. Natürlich kommt es dadurch auch zu Konflikten, wie wir das ja auch dauernd erleben. Und diese Umwälzung, die findet statt im Moment, aber die ist auch von Geburtswehen begleitet. Und deshalb gibt es ziemlich finstere Schmerzensstellen in unserer Welt, nicht? Die sich einstellen dadurch, die sich natürlich einstellen. Aber es wird noch ein Teil dauern, bis sich das endlich durchsetzt. Aber es wird sich schon durchsetzen. Ich habe das gemerkt ganz stark in Schottland. In meinem Buch habe ich das ausgedrückt. Das Buch heißt The 10-Minute Moment. Und da hatte ich eine Erfahrung, wie sich das ausspielt, unser Leben. Und einige dieser Sachen sind schon eingetreten, durch die Technologie und zum Beispiel. Und wir leben in einer sehr interessanten Zeit. In einer sehr interessanten Zeit. Ich würde das sehr, sehr positiv sehen. Ja, wir leben in einer ausgesprochen interessanten Zeit, ja. Das ist. Ja. Auf die man sich wirklich freuen kann und freuen sollte und sich besonders positiv darauf verhalten sollte. Und zwar besonders im sozialen Bereich, dass wir uns darüber bewusst werden, dass die Menschheit ein soziales Tier ist, dass unsere Stärke darin besteht, dass wir ein starkes Gruppenbewusstsein haben und dass wir durch unser Gruppenbewusstsein unheimlich viel Kraft haben, unsere Welt so einzurichten, wie das unserer Evolution am besten hilft. Ja, wir müssen aufwachen. Ein Klischee, aber ich verstehe jetzt, was du meinst. Ja? Okay. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja? Vielleicht ist das letzte Wort auf dieser Note. Naja, eine Frage hätte ich noch, nämlich was war denn für dich die wichtigste Erkenntnis, die du bis jetzt von diesen Reisen mitgenommen hast? Ja, die wichtigste Erkenntnis für mich ist, dass es kein Endpunkt gibt. Das ist, auch wenn man auf einer so hohen Bewusstseinsebene ist, dass man glaubt, zu Hause angekommen zu sein, dass es von da an erst richtig losgeht. Und dass wir davon uns überhaupt keine Vorstellung machen können und dass wir das wirklich selbst erleben müssen, weil es sonst nur Wünsche sind, Träume, Illusionen. Wir müssen das wirklich erleben. Und wir können das erleben dadurch, dass wir uns in dem Moment aufhalten, im Moment des Lebens. Nicht in den Gedanken, nicht in den Vorstellungen, sondern uns am Hier und Jetzt orientieren. Das ist die einzige Tür zum höheren Bewusstsein. Und für mich ist das eine tägliche Neuerfahrung. Du hast auch ein Buch geschrieben, Vistas of Infinity, also das Buch,
Der multidimensionale Mann ist ja verlinkt und 2015 hast du noch ein weiteres Buch zu diesem Thema, zu diesen Erfahrungen geschrieben. Und ja, ich werde mir das jetzt bestellen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht im so ein, könnte mir vorstellen, so im August wird es ganz gut passen, wenn wir uns vielleicht wieder mal zusammensetzen, wenn du das möchtest. Und unser Gespräch fortsetzen. Mal sehen, wie das sich auswirkt. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele solche Interviews abgesagt, weil ich ich will mich neu orientieren. Nächste Woche habe ich mir eine Hütte gemietet, wo ich dann für eine Woche Tiefmeditation machen will. Und mal sehen, was dabei herauskommt. Okay. Aber ich werde mich dann einfach wieder mal bei dir melden und vielleicht passt es ja, dass wir in diesem Jahr noch eine Fortsetzung machen. Würde mich wirklich sehr freuen. Also ich hoffe, dass wir das machen können. Ja, das können wir schon mal im Auge behalten, nicht? Mal sehen, wie es geht. Mal sehen, wie dir das Buch gefällt. Ah, das hört sich sehr spannend an. Also ich glaube, es wird mir gefallen. Okay. Jürgen, vielen Dank für dieses absolut faszinierende Gespräch und für die Einblicke in diese atemberaubenden Erfahrungen, die du da gemacht hast. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Also es ist fundamental, würde ich sagen. Okay, gut. Ich hoffe, dass einige Leute da was abbekommen haben dadurch und dass das verarbeitet wird. Und Mit Sicherheit. Also das Feedback aus dem Chat ist sehr positiv. Okay, dann auf Wiedersehen alle und bis bald. Ja, bis bald. Danke.